Die Klimakleber tun unseren ganzen Sachen überhaupt keinen Gefallen. 0,0. Sie erzeugen eigentlich nur Aufmerksamkeit, aber dann negative Emotionen. Wut, Ärger, Verstörung bei der Bevölkerung. Und jetzt verbinden im Unterbewusstsein viele Menschen in Deutschland, wenn ich jetzt was für den Klimaschutz tue, dann unterstütze ich diese Klimakleber. Ja, genau. Und das ist ein Riesenproblem. Weißt, Sie haben absolut recht, dass die Erde echt, du siehst das ja diesen Sommer, Rekordtemperaturen im Meer, im Mittelmeer, überall brennt es, sogar die Felder in Deutschland brennen, Überschwemmungen in China, überall. Es ist wirklich Klimakatastrophe. Und deswegen musst du jetzt eigentlich, wie Stefan Ramsdorf sagt, genauso handeln wie bei Corona, also einfach wirklich Krisenstäbe einsetzen. Liebe Freunde der Energiegespräche, heute bin ich zu Gast bei Michael, Professor Dr. Michael Sterner. Michael Sterner ist mir ja schon lange bekannt, wir sind per Du und er arbeitet seit seiner Promotion am Thema, wie kann ich Energie abspeichern, wie kann ich große Mengen Energie abspeichern. Und das werden wir uns dann mal ein bisschen näher anschauen im Laufe des Gespräches. Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dir. Gerne. Wir sind hier im Labor in Regensburg an der Technischen Hochschule und er ist auch Autor mehrerer Bücher, über die wir dann auch ein paar Worte noch verlieren wollen. So, ich will mal anfangen nochmal zu deinem Start. Du hast in deiner Doktorarbeit sich schon mit Energiespeicher beschäftigt. Magst du ein paar Worte zu deiner Doktorarbeit sagen? Was hast du da gemacht? Ja, gern. Also in meiner Doktorarbeit habe ich halt das System Power to Gas entwickelt, dass wir Strom- und Gasnetze miteinander koppeln, weil das Stromnetz einfach viel zu wenig Speicher hat, reichen nur für ein paar Stunden. Und im Gasnetz haben wir halt riesige Speicher, die über Monate Energie liefern können. Und da gibt es die Gaskraftwerke dazu, aber was es noch nicht gab, also die Speichereinheit ist da, die Ausspeichereinheit ist da, aber die Einspeichereinheit, das Ladegerät hat quasi gefehlt. Mhm. Und das habe ich halt mitentwickelt mit den Kollegen vom ZSW Stuttgart, Michael Specht namhaft. Mhm. Und ich bin eigentlich aus der Biomasse gekommen und ganz früher habe ich schon mit Solar- und Batteriesystemen gearbeitet. Also ich bin schon seit 25 Jahren im Bereich Energiewende, aber seit 18 Jahren jetzt im Bereich Wasserstoff. Und das war dann so die Kombination und die Lösung. Und ich weiß noch gut, als der Staatssekretär Barke später, vorher war er bei der Deutschen Umwelthilfe, das ist jetzt die Lösung vom Gordischen Knoten der Energiespeicherung oder eine davon halt. Eine davon, ja. Ja, damals war es die einzige oder die halt praktikabel erschien. Und jetzt haben wir Gott sei Dank mehrere Optionen auf dem Tisch. Ja, man muss jetzt eben mal anfangen. Ja. Also Energiespeicher ist ja das große, nicht abgeschlossene Projekt sozusagen in der Energiewende. Mhm. Wir haben sehr günstige Solarzellen, wir haben günstige Windenergiequellen, Konverter, aber wir haben noch nicht wirklich Speicher. Was sind denn deiner Ansicht nach die potenziellen wichtigsten Speicher der nächsten Jahre, dass man hier arbeiten kann? Ja, also ich selber habe mit Batteriespeichern begonnen 1998. Also ich habe von meinem Werdegang her erstmal Elektriker gelernt, was Gescheites gelernt, wie man in Bayern sagt. Und deswegen ist es mir auch immer total wichtig, diese Praxistauglichkeit. Ja, dass wir auch wirklich, da habt ihr noch Bleibatterien gehabt. Da haben wir noch Bleibatterien gehabt, genau, Exide aus USA oder halt. Und Solarzellen, die kamen damals noch aus Japan. Und da habe ich halt nach meiner Ausbildung und dann Abitur auf dem zweiten Bildungsweg mich entschieden, 2 Jahre nach Ostafrika zu gehen, nach Kenia. Ja, stimmt, du warst und, in Afrika. Und dann auch Swahili gelernt und einfach, weil Sprache ist das wichtigste Element in der Inkulturation. Ja. Und dann wirklich draußen in der Pampa, 3 Stunden haben wir unseren, war der Weg von der nächsten Tankstelle im Krankenhaus mit Asphaltstraße bis hin zu der Pampa, in der ich gewohnt habe. Kannst du dir vorstellen. Und bei den Maasais, die haben ja wirklich ihre Hütten aus Lehm und Kudung gebaut. Und da hatten wir Schulinternate und die haben wir betrieben. Das waren Inselsysteme. Mhm. Und wir hatten einerseits den Speicher von einem Dieselfass, mit dem wir unsere Generatoren betrieben haben, damit wir Wasser pumpen. Ach so, ja. 3 Stunden am Tag hatten wir Strom. Mhm. Und, aber den Rest habe ich dann überbrückt mit Photovoltaik und Batteriespeicher. Mhm. Und das war für mich halt so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich wollte eigentlich auch, du warst ja auch mal in der Informatik unterwegs, Informatiker werden. Mhm. Und das von klein auf an. Aber dann habe ich halt da gemerkt, oh, Klimawandel schlägt halt massiv zu. Die Menschen packen ihr Hab und Gut, weil wir 2 Regenperioden ausgelassen haben. Jetzt haben sie 5 Regenperioden, die nicht mehr gekommen sind. Und, und das musst du dir vorstellen, dass das dann einfach die Menschen von ihren Wohnorten vertreibt. Und, und zeitgleich haben wir die Sonne. Und das war für mich so der Moment, wo ich entschieden habe, ich gehe in die Energietechnik. Mhm. Und dann konnte ich es aber nicht studieren. Dann machst du Informatik.
Dann mache ich Maschinenbau, Elektrotechnik, weil Erneuerbare gab es nicht. Also klassische Ingenieursausbildung, dann auch in der Verfahrenstechnik. Und dann bin ich halt bei der Solarenergie in Spanien gewesen, bei Energiesystemen in Chile, die damals schon gesagt haben, wir können uns unabhängig machen von argentinischem Gas. Ah ja, okay. Gleiche Thematik wie Europa mit Russland, ne? Aber halt unterschiedliche Ausgangsstellungen. Und 2004 sagte dann der Professor Kaltschmidt, den kennst du wahrscheinlich auch noch, ja, wenn Sie wieder zurück sind und Doktorarbeit machen möchten, dann kommen Sie zu mir. Und dann bin ich halt nach dem abgeschlossenen Studium nach Oldenburg, da gab es einen Studiengang für erneuerbare Energien, den einzigen in Deutschland seit damals, den haben sie in den 80er Jahren angefangen, der Luther und die ganzen Physiker halt damals. Und das war dann halt nochmal was anderes, nach dem Ingenieurstudium in der Physik einen Master zu machen, weil es einfach eine andere Denke ist. Du bist ja selber Physiker, die gehen anders ran an die Sachen wie die Ingenieure, die eher Lösungen suchen und versuchen umzusetzen. Und da haben wir auch ein Energielabor gehabt, wo wir schon Speicher hatten und ich mit dem Themenfeld in Berührung war. Aber, und dann bin ich in der Biomassevergasung gewesen, beim Kaltschmidt, dem in Leipzig, damals noch nicht, das alte Forschungsinstitut für Energie der DDR, Institut für Energetik. Und da hatten wir BTL gemacht, Biomass to Liquid. Ah, okay, ja. Das war so mein, auch wieder verfahrenstechnisch, wie kann ich jetzt ganz viel verschiedene Biomasse, also holzartige zusammenbringen, die dann vergasen, vergären und halt umgewandelt in Synthesegas, Wasserstoff, Kohlenmonoxid, CO2. In einen flüssigen Kraftstoff umwandeln. Und das war auch die Wortwurzel für später unser Power to Gas und Power to Liquid. Weil Biomass to Liquid war quasi die Blaupause dafür. Und über die Schiene habe ich auch Michael Specht und die ZSW-Kollegen kennengelernt und wollte dann aber wieder raus aus der Verfahrenstechnik klassischer Maschinenbau, wieder zurück zu meinen Wurzeln zum Strom. Okay. Und deswegen bin ich dann nach Kassel zum Jürgen Schmidt, so zum ISET, und war damals in der Windenergiegruppe. Und die Windenergiegruppe hat sich halt mit vielen beschäftigt, Prognosen, dass wir die besser integrieren können in die Stromnetze, und aber auch dem Kombikraftwerk. Und weißt du es noch, das Kombikraftwerk? Kannst du dich noch dunkel erinnern? Ja. War so ein Meilenstein in den 2000er Jahren, weil halt die ganzen Debatten um Atomausstieg hin und her, aber auf alle Fälle, konventionelle Energiewirtschaft ist beim Energiegipfel 2007 bei der Kanzlerin Merkel und regenerative Energiewirtschaft. Und die konventionelle sagt wie immer, Energiewende funktioniert nicht, das ist technisch überhaupt nicht möglich, dass wir 100% erneuerbare Energien machen, die alten Mantren. Und die Energiewirtschaft dann sagt, doch, wir können das. Oder wir zeigen, wie es gehen kann. Und dann haben wir das Kombikraftwerk programmiert, das war im Endeffekt halt die Abbildung vom deutschen Strombedarf, wirklich lastgenau nachfahren. 1 zu 10.000 im Maßstab. 1 zu 10.000. Und da war halt Solar World dabei und Enercon, also mit Windrädern und Solar und Schmack Biogas und halt einen simulierten Pumpspeicher. Und das war jetzt die entscheidende Frage dann, wenn du quasi die Lastkurve nachfährst, prognosebasiert, in Echtzeit, in Realität, dann haben sie es vorgestellt und quasi doch, wir können das. Und dann sagt die Merkel, interessant. Können Sie das auch im Maßstab von 1 zu 1, nicht nur 1 zu 10.000, mit ein paar. Und dann hat die Branche gesagt, ja, bei Wind können wir upscalen, bei Sonne können wir upscalen, aber bei Biogas wird es schwierig wegen der Tankdeller-Diskussion und Speicher, da wissen wir noch nicht wirklich was. Und das war genau die Zeit, wo dann mein Doktorvater gesagt hat, der halt im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen war mit John Schellnhuber, Stefan Ramsdorf und den ganzen Leuten, dass sie ein Gutachten geschrieben haben über Bioenergie, zukunftsfähige Biomasse und nachhaltige Landnutzung. Das war die Zeit der Tankteller-Diskussion. Ja, Tankteller. Und dann habe ich halt zig Studien gemacht und Pfade, wie können wir Biomasse in den Strom integrieren, in die Wärme, in den Verkehr, in die Industrie. Und das haben wir dann vorgestellt, unser Energiesystem der Zukunft, das Stromnetz, das habe ich auch drin im Buch. Du hast ja da dieses ich habe dann Grundstandardwerk für Energiespeicher geschrieben, dabei Springer erschienen. Ja, genau. Und das war halt, das war dann im Nachhinein, aber im Endeffekt haben wir da die ganzen Synthesen beschrieben und die Fischer-Tropsch-Synthesen und Methanisierung und was es halt alles schon gab. Ja, auf das kommen wir aber die Zusammenhänge, das war halt das Entscheidende, wenn du dann halt die Elemente zusammenbaust. Und bis hin zur Brennstoffzelle und Gas- und Dampfkraftwerke und so weiter und so fort. Jetzt habe ich es gleich. Genau, da ist es. Also wir haben im Endeffekt ein Stromnetz, wir haben ein Gasnetz.
Und da hast du schon gesehen, wir haben Sonne, Wind, Wasserkraft, wir haben schon die Elektromobilität drin gehabt. Mein Chef war ein großer Fan der Elektromobilität. Ja, okay. 2008 hat darüber keiner gesprochen. Die Wärmepumpe war drin. Aber dann auf der anderen Seite halt Gasnetz. Und da haben wir gesagt, wir bringen Kohle, Abfall, Biomasse rein über Vergasung, Vergärung, Methanisierung, trennen das CO2 ab, was noch nicht so verpillt. Ja, das ist ja das große Problem, wo kommen wir ans CO2 ran? Ja, genau. Aber das war halt damals, haben wir gesagt, das integrieren wir hier. Und auf der anderen Seite haben wir dann quasi Strom-Gasnetz-Kopplung, natürlich über die Kraft-Wärme-Kopplung, aber dann auch über Wasserstoff. Und dann kam der Michael Specht auf der Konferenz zu uns und sagte, können wir die Methanisierung nicht hier rüberschieben, dann können wir nicht nur mit Wasserstoff ins Gasnetz, sondern eins zu eins Austauschgas. Weil man natürlich nicht beliebig Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen kann, weil da gibt es ja bestimmte Limitierungen. Du kennst ja die physikalischen Eigenschaften, hat nur ein Drittel der Energiedichte. Ja. Wenn du mit Wasserstoff jetzt gearbeitet hättest, dann wärst du nicht über diesen Winter gekommen. Ja. Weil nur ein Drittel der Energie hätte nie gereicht. Das ist klar. Und das war im Endeffekt halt dann der Einstieg in die ganze Energiespeicherforschung 2008, 2007. Und mit wahnsinnigen, also das haben wir natürlich auch in der Realität umgesetzt, also das ist ja großtechnisch überhaupt kein Problem, kannst bei MAN ordern, eine Methanisierung, einen Reaktor, bei der Elektrolyse kriegst du mittlerweile bei ThyssenKrupp und sonst wo. Und wir haben halt eine 6-MW-Anlage hingestellt im industriellen Maßstab. Und deine Frage, welche Speicher kommen jetzt? Natürlich sind die Kurzzeitspeicher effizienter, doppelt so effizient, die Batterien, da haben wir mittlerweile... Ja, die liegen 90%. 80. Mit allen Ausspeicherungen, ja, das ist immer die Frage, warum man die Schnittstelle nimmt. Ja, aber ich würde immer den kompletten Zyklus rechnen. System, Und Eduard, du weißt es ja selber, du hast dich viel mit Speichern beschäftigt. Wir dürfen bei Speichern nicht bloß auf rein rausschauen, sondern auch auf die Speicherdauer. Ja, klar, die Menge der und Terawattstunden. Das machen die Menschen einen Riesenfehler immer, wenn sie sagen, der Wirkungsgrad von Power2Gas ist grottenschlecht. Weil klar, wenn du stündlich einen ausspeicherst, dann hast du ja fast keine Speicherdauer. Und keine Selbstentladung der Batterie und so weiter. Aber wenn du jetzt mal 6 Monate lang dein Handy liegen lässt, das geht natürlich nicht. Das ist dann ist die Batterie leer und dann ist der Wirkungsgrad null. Und deswegen ist immer diese zeitliche Dimension. Also es ist natürlich, also wie gesagt, wir haben ja verschiedene Effekte. Ja. Wir haben zum einen das ist die Hardware, die das Einspeichern ermöglicht, also das Ladegerät, wie du das nennst, bei der Methanisierung. Genau. Und wir haben natürlich dann die Ausspeicherungsgeräte, heute meistens nur Gas, GOD-Turbinen oder vielleicht mal eine Brennstoffzelle. Und dazwischen haben wir halt beim Gas die Chance, einen sehr großen Speicher anzunehmen, weil man die unterirdisch in diese Methan... Terawattstunden, 230 Terawattstunden jetzt schon da, Ausbaupotenzial also 500, also da kannst du... Da ist man nicht wirklich limitiert. 3 Monate lang jede Dunkelflaute füllen. Es ist jetzt natürlich so, dass es da natürlich noch ein paar Punkte nur gibt, über die wir reden müssen. Ja. Fangen wir mal an beim Wasserstoff. Ganz vorne, damit dieses Verfahren funktioniert, brauche ich Wasserstoff. Richtig. Und Wasserstoff kommt durch Elektrolyse. Ja. Und Elektrolyse... wollen wir natürlich aus Regenerativen, also aus Wind oder Sonnenstrom machen. Gehen wir mal zum Beispiel zum Sonnenstrom. Und dann haben wir halt am Tag vielleicht 6 Stunden, wo wir richtig Überschuss produzieren. Ja, richtig. Also vorne und hinten, da ist jeden der Früh, da will jeder seine Zahnbürste und so. Und dann hinten will man nur kochen und so. Und also da sind 6 Stunden, die wahrscheinlich in der Überlast liegen, wenn man diese Ausbauziele mit 200 oder was immer Gigawatt dann anguckt. Und da müssten wir jetzt den Wasserstoff dranhängen, also die Elektrolyse für Wasserstoff. Ja. Jetzt haben wir 2 Zahlen, die mich hier irritieren. Die eine ist, wir haben dann Überschussströme im Bereich von 100 Gigawatt. Ja. Und die zweite ist nur 6 Stunden. Ja. Ist es realistisch, dann eine Maschine zu bauen, die das abnimmt? Ja, aber das wird keinen Sinn machen ökonomisch. Du okay. kannst alles bauen, aber ökonomisch macht es ja keinen Sinn. Würde man das sinnvoll platzieren? Ja, das haben wir halt in den ganzen Speicherstudien für VDE, VDI, Langfristszenarien untergebracht und mit Bundesamt. Und das ist sind natürlich theoretische Betrachtungen, aber halt im Endeffekt läuft es jetzt genau darauf hinaus. Also wenn du deine Überschüsse hast, so wie du sagst, du hast dann, weißt du, wie viel das wir momentan zubauen in Deutschland? An Gigawatts. Es geht enorm nach oben. Jeden Monat 1 Gigawatt Photovoltaik. Ja, genau. Und weltweit jeden Tag. Ja. Das musst du auf der Zunge ziehen. Ja, ich habe gerade also aktuelle Berichte gelesen. Also 25 soll 1 Terawatt zugebaut werden. Ja. Also das ist enorm. Aber wie gesagt, jetzt der Punkt aber schau her. Was können wir davon nutzen? Wirklich. Das ist das. Und das ist eben der Punkt. Der Strom ist ja nur was wert, wenn du ihn auch nutzen kannst. Ja, genau. Und das war, wo viele immer gesagt haben, Wirkungsgrad ist schlecht, Kosten sind hoch. Herr Sterner, was machen Sie aus der Edelenergiestrom? Irgendwas. Und ich habe dann immer gesagt, das wird zukünftig unsere Primärenergie sein, weil wir das halt aus der Natur direkt nutzen.
Und du hast recht, bei dem täglichen Zyklus von der Sonne, da passt meines Erachtens mehr der Kurzzeitspeicher dazu. Genau. Die Batterie, die kann es besser auffangen, effizienter machen. Mhm. Aber selbst da kannst du noch so viele Batterien installieren, das merkst du ja beim Haus, wenn du dich autark machen möchtest. Batterie passt halt zum Tagesspeicher. Genau. Also die Batterie ist ein Tagesspeicher. Wie bei deinen, und es ist absolut unwirtschaftlich, das als saisonalen Speicher auszulegen. Ja klar, weil die Zyklenzahl ist dann das Problem. Wie oft schalte ich ihn ein, wie oft lade ich, wie oft... Also wir haben ja bei uns in der Arbeit da... Ja, mit deinem Lageenergiespeicher. Mit dem Lageenergiespeicher haben wir das gerechnet, aber wir haben natürlich auch, mit Nico Berle haben wir eine Rechnung gemacht, was passiert eigentlich, wenn ich alle vier aneinander kette. Also vorne habe ich meine zwei Quellen, also Solar und Wind. Mhm. Dann haben wir die Batterien, das erste Front, zusammen mit Pumpspeichern, sofern sie vorhanden sind. Ja. Dann haben wir Wasserstoff erzeugt, dann Methan oder vielleicht auch noch thermische Geschichten. Ja. Und da ist klar, die Zyklenzahl von Batterien, da muss man Tageszyklen im Prinzip fahren. Ja, ja. Beim Methan ist es völlig egal, da kann ich einen Halbjahreszyklus fahren, weil ich einen unglaublichen Hintergrundreserve habe. Ja. Und dann haben wir sogar ein Modell gehabt, da haben wir einfach die Batterien teilweise genutzt, um wieder die Methanspeicher oder den Wasserstoff zu produzieren, weil das dann stabiler läuft. Ja, ja. Also Wind ist das Zweite. Wind hat jetzt andere Zeitverhalten. Mhm. Wind kommt in, sagen wir mal, eine Woche Wind und dann ist wieder zwei Wochen Flaute, ganz grob gesagt. Genau. Da kann man natürlich stabil mal eine Woche oder zwei Wochen den Wasserstoff produzieren und dann habe ich wieder Pause. Richtig. Wie gut kommen da die Sachen gerade zu? Naja, auch wieder mit Offshore-Windenergie. Mhm. Sehr gut, weil der halt sehr gleichmäßig ist. Aber du musst das wirklich in der Kombination sehen, weil Solar alleine läuft nicht, Wind alleine läuft schon nicht. Wegen der Jahreszeiten, saisonal, Wind und Sonne sind die Energieformen mit dem größten Potenzial, mit dem geringsten Flächenverbrauch, mit dem geringsten Kosten. Und deswegen läuft es ja weltweit wirklich, 90% der Investitionen laufen in Wind- und Solarenergie. Also die Sache ist entschieden. Und jetzt müssen wir halt mit den Fluktuationen umgehen. Und das ist einerseits die saisonale Kombination, das haben wir auch schon vor 15 Jahren berechnet am Fraunhofer. Europaweit war so der beste Mix 60% Wind, 40% Sonne. Ja. Und dann... also Wind und Sonne alleine richten aber die Energiewende nicht. Das ist immer das, was irreführend ist, wenn der Franz Alt sagt, die Sonne schickt keine Rechnung. Ja, aber der Installateur und der das Backup macht und so weiter. Weißt? Und das ist also eine falsche Denke zu sagen, jetzt ist die Energiewende rum. Nein, weil das siehst du halt auch, Wind und Sonne brauchen einen Ausgleich und das sind zunächst mal die Netze, räumlicher Ausgleich. Mhm. Und dann brauchen wir aber in der Physik nicht nur den räumlichen Ausgleich, sondern auch den zeitlichen Ausgleich. Ja. Und da kannst du europaweit vernetzen, was du willst. Du hast trotzdem noch deine Dunkelflaute. Und auch mit einer gewissen Häufigkeit. Und deswegen brauchst du da eine zeitliche Verschiebung von den Zeiten. Und das sehen wir hier auch ganz gut. Das war fürs Umweltbundesamt 100% erneuerbare Energien in Deutschland. Dass halt im Sommer dann halt in die Sonnenspitzen die Elektromobile reingehen und die Klimatisierung, die ganzen Klimaanlagen, die Wärmepumpen im Winter. Und du dann aber dennoch riesige Überschüsse hast, die du dann schon mal wegbekommst teilweise und dann die Pumpspeicher können auch ihren Ausgleich liefern, aber du hast einfach diese Zeiten, zwei Wochen Dunkelflaute und dann wieder Wochen mit fetten Überschüssen und die packen wir dann halt über die Methanisierung ins Gasnetz beziehungsweise über den reinen Wasserstoff, wenn das mal läuft. Also das ist die Theorie, die Spitzen schneidest du ab, die braucht kein Mensch. Das ist klar. Das ist viel zu teuer, dann noch ein paar Gigawatts hinzustellen für ein paar Stunden, weil das ist wahrscheinlich deine Frage. So eine chemische Anlage, die mag halt einfach Auslastung. Genau. Also, damit du günstig das hinbekommst, brauchst du hohe Auslastungen und geringe Strompreise. Was ist denn eine realistische Auslastungszahl? Also wir haben hier in den Rechnungen 2.000, 3.000 Stunden. Also schon so auf alle Fälle. Das macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn sonst. Ja. Okay. Und besser noch eher 7.000, 8.000 Stunden, aber dann bist du schon wieder in der Grundlast drin. Und dann hast du halt natürlich mit dem Wirkungsgradverlust die Energie gespeichert, saisonal über 4 Jahre aufgetragen. Aber du hast, das musst du halt auch fragen, weißt, so ein Pumpspeicher, ein Batteriespeicher ist im Tageseinsatz. Aber wenn es mal brennt und die Strompreise wirklich explodieren, dann kann sich halt ein Gaskraftwerk wieder lohnen und genauso bei den negativen Preisen. Und dann bist du halt in der Situation, regelt es der Markt oder brauche ich, wie bei der Feuerwehr, ich sage immer Feuerwehr dazu, weil die Feuerwehr, wenn du nach Einsätzen zahlst, die wäre unbezahlbar. So oft, und so Power-to-Gas und Gaskraftwerke ist genau die Frage. Wenn man die Dynamik in den Strompreis reinkriegt, wir haben ja gelernt, dass das auch mal 600 Euro kosten wenn kann. Wenn du es nicht deckelst. Ja, also jetzt haben wir aber noch, also wir haben jetzt den Wasserstoff mit einer gewissen Auslastung, 3.000 bis 4.000 Stunden. Genau.
Dann brauchen wir aber, damit wir nach der Stunde Methan kriegen, brauchen wir CO2. Richtig. Jetzt hört man natürlich immer CO2, das Gefühl, da ist genug da, das ist unter der Luft. In der Luft, aber da ist es halt an der falschen Stelle. Ja. Rein chemisch nicht wirklich gut sortiert für das, was wir brauchen. So, wie kommen wir an das CO2 dran für die Methanisierung im großen Maßstab? Du hast zu Recht gesagt, Direct Air Capture heißt momentan bei 0,04% 2500 Kubik. Meter Luft zu bewegen, um einen Kubikmeter CO2 rauszuholen. Das ist verfahrenstechnisch Wahnsinn. Also sehr aufwendig. Und alle Gegner von Power-to-Gas und Wasserstoff und Methanisierung nehmen genau das und sagen, schau her, super aufwendig, super teuer. Und deswegen wird das so teuer, dass das niemals in den Szenarien auftaucht. So, deswegen, wir werden wahrscheinlich DAC brauchen langfristig, weil wir halt es nicht in der Geschwindigkeit hinbekommen, die Menschheit davon abzuhalten, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Und wir rechnen auch Szenarien mit Christian Breyer von Finnland, dass wir auf ein 1,0 Grad Szenario kommen. Also DAC-Anlagen wird bestimmt irgendwann mal kommen, aber nicht jetzt. Mhm. Was wir jetzt noch haben, ist auf alle Fälle Kläranlagen, solange Menschen... Also DAC bei Direct Air Conversion, damit man das hier... Nee, Kläranlagen hast ja eine Mischung... Nee, DAC, das Wort DAC. DAC ist Direct Air Capture. Ja, das, nur damit man das hier nicht... Das ist was für die langfristige Sache. Und wenn du jetzt das ganze Thema Power-to-X totrechnen willst, dann rechnest du mit DAC. Okay, ja, das will ich jetzt nicht. Also ich will, der andere Punkt ist ja, wir können ja mit CCS, also eine Idee ist... Nein, der Punkt ist schon noch, also das ist eine CO2-Quelle, aber die entscheidenden CO2-Quellen sehe ich bei biogenen CO2. Okay. Also Kläranlagen, wenn wir essen und Abfall haben, da entsteht immer Methangas und CO2. Ja, und natürlich auch in der Landwirtschaft. Ähnlich wie bei Biogas. Und genauso hast du Biogasanlagen, die jetzt schon Methan einspeisen, teilweise. Und da hast du 50% CO2, 50% Methan. Und das kannst du durch unsere Methanisierung schicken. Haben wir da draußen einen wunderbaren Reaktor, auch großtechnisch erprobt, wo du halt Wasserstoff mit CO2 verbindest. Und jetzt schon, wenn du die bestehenden Biogasanlagen. Bakterielle Prozesse, die das Wasserstoff. Methanisierung geht entweder chemisch über ganz normale Verfahrenstechnik von MAN, von der Stange, oder halt von Elektrochia, anderen Firmen, die das biologisch machen, über Archaeen. Also solche speziellen Bakterien, die sozusagen... Das sind keine Bakterien, das sind die Biologen sind immer ganz exakt und sagen, keine Bakterien, das sind Archaeen. Und die haben halt als die Atmosphäre noch aus Wasserstoff und CO2-Bestand das verstoffwechselt. Und also das geht technisch und dann kannst du, das ist die Größenordnung, die ich dir mitgeben wollte, wenn du die bestehenden Biogas- und Klärgasanlagen nimmst, dann hast du so viel CO2, dass du über die Methanisierung 3/4 der Gasspeicher heute mit heimischem Gas füllen kannst. Das ist sind 200 Terawattstunden. Okay. Und warum machen wir das nicht? Eins zu eins kannst du dann deine Gasheizung weiter betreiben, die 20 Millionen Menschen Haushalten haben. Du hast deine Gaskraftwerke, du hast deine Gasspeicher, du hast die vollständige Gasinfrastruktur jetzt erschlossen. Ja. Okay. Und es ist politisch nicht gewollt, weil es Leute gibt, die sagen, es ist zu teuer und zu ineffizient. Ja gut, also die Frage ist natürlich immer, ich weiß nicht, ob es einfach politisch, also das die Frage sind, ist immer ökonomisch. Es sind Mythen, weil die Kollegen, die später dann die Langfristszenarien geschrieben haben, Fraunhofer Easy-Kollegen, die schreiben halt rein in die Langfristszenarien, 2017 haben sie es gemacht, naja, Wasserstoffelektrolyse, das wird sowieso nie kommen und deswegen, also die PEM, die kommt nicht und die, jetzt nehmen wir an, die alkalische, die wird den gleichen Preis heute haben wie in 2050. Vielleicht halbiert sie sich. Und dann haben wir denen gezeigt, dass heute schon reale Anlagen drunter liegen und dann haben sie es revidiert, aber logisch, dass du kennst das ja selber, wenn du Studien schreibst, Annahmen gleich Ergebnisse. Wenn du die Annahmen so setzt, ja, Direct Air Capture, teure Elektrolyse, dann kommt hinten raus, es ist unwirtschaftlich. Ja, sicherlich, du kannst, also wie gesagt, das ist ja auch ein Punkt, an dem ich sehr, sehr suche, wo da die Wahrheit liegt, weil ich meine, ich habe einen über Wasserstoff interviewt, da haben wir die ganzen Wasserstofffarben durchdekliniert, von Gelb und Grün und Blau und was es alles gibt, Grau vor allem. Der sagt halt, der normale Wasserstoff heute auf dem Markt kostet halt irgendwie 1 Euro pro Kilogramm, wenn ich ihn halt aus Methan herstelle, was ja sozusagen der andere Weg ist. Ist so. Oder ich mache ihn halt aus Elektrolyse, dann bin ich bei etwa 10, also ganz verkürzt gesagt. Ja. Und jetzt heißt, im Prinzip müssten wir also unseren Wasserstoffpreis schon noch um einen Faktor 5 vielleicht oder was runterbringen. Ja. Wo hängt es? Was sind denn die Kostentreiber von den Wasserstoff?
Einerseits natürlich die Elektrolyse, ja. Andererseits aber auch halt die Vollerstunde Auslastung der Anlagen, ja. Und die Strompreise. Wenn du eine Elektrolyse an eine Geothermie hängst, die in der Pampa ist, dann kannst du dafür 2 Euro das Kilogramm den Wasserstoff machen. Wenn du es an eine Wasserkraft, okay, hängst, auch. Mhm. Wenn du es an Wind und Sonne hängst, da haben wir ein Paper gemacht, auch in Journal of Hydrogen Energy, mhm, die ideale Auslegung zwischen Wind und Photovoltaik auf einer Seite und auf der anderen Seite Elektrolyse. Da habe ich erst ein Online-Seminar gemacht mit 1300 Teilnehmern, war sehr begehrt. Also da hast du die besten Spots in Wien, bei Wind und Sonne in Chile. Da kannst du teilweise nicht mal ein Windkraftwerk aufstellen, weil so stark der Wind geht, dass du gar nicht den Kran hast, der das hält, dass ja, du das Windrotorblatt montierst. Also ja, das sind natürlich praktische Umsetzung, dann die andere. Aber von der reinen Auslastung her liegst dann halt so bei 1 Gigawatt Wind, 200 Megawatt Elektrolyse, die Größenordnung. Aber das Entscheidende sind schon auch neben diesen Stromkosten und Auslastungen die Kosten der Elektrolyse. Und da stehen, ja, wir wie bei der Photovoltaik ganz am Anfang der Lernkurve. Weißt du, Claudia Kempfer beispielsweise, ja, sagt immer, der Champagner der Energiewende. So, ja, ich kenne das. Vor 20 Jahren, mhm, war die Photovoltaik, du hast ja deinen Solarserver damals teuer gehabt, ja, ja, 10-mal so teuer die Einspeisevergütung, ja, wie Wind, 1/4 vom Ertrag von Wind Offshore pro kW. Leistung und ein Promille an der Stromerzeugung Deutschlands. Das heißt, ich hätte damals mit Fug und Recht behaupten können, wahnsinnig teuer, wahnsinnig ineffizient, ja, und ein verschwindender, ja, Beitrag der Stromerzeugung. Das heißt, Solarstrom ist der Champagner der Energiewende. Wir sollten nur noch auf Wind setzen. Wäre das richtig gewesen damals? Nee, das merkst du. Das ist schon richtig. Ist also die Silizium-Technologien hat natürlich sich, genau, einen riesigen... Und bei der Elektrolyse ist genauso, wenn wir da wegkommen von der Manufaktur, ich kenne ja die Leute, ich war ja in der Praxis bei Hydrogenics und wie sie alle heißen, dann siehst du die Damen, die Elektrolyse-Stacks per Hand zusammenbauen, per Hand. Ja, ja. Und wenn du das automatisierst und Stückzahlen hast, dann gehen die Kosten richtig nach unten. Eine Zahl, die mich immer irritiert, ist ja, dass Elektrolyse auch irgendwie Edelmetalle braucht. Also ja. Platin ist beliebt, ja, ein paar andere vielleicht noch. Platin eher bei der Brennstoffzelle. Bei der Brennstoffzelle, mhm, vor allem, ja. Iridium bei der PEM. Ja, und da haben wir natürlich rare, teure Metalle drin. Ja. Wie komme ich an die dran? Ich meine, die Preise ändern sich ja nicht wirklich. Klar, Kreislaufwirtschaft, das ist das eine. Und das andere halt, wenn die Nachfrage steigt, dann steigt auch die Möglichkeit, das Ganze zu erschließen. Ja, wir haben zumindest bei den Öl- und Gasressourcen. Mit den Katalysatoren im Auto haben wir ja schon mal ein bisschen Platin erschlossen. Ja, das stimmt, einiges. Und auch mit verdammt viel Kinderarbeit und Blut. Ja, das ist ja, das ist ja alles nicht so nett. Das ist nicht bloß das Kobalt aus dem Kongo. Nee, also das ist ja, das ist sowieso. Also da will ich jetzt auch nicht anfangen, an der Ecke zu blühen. Also das heißt, also wir haben das Potenzial, den Wasserstoff sozusagen mit billigem Strom, mit, ja, einer relativ guten Auslastung, genau, also 3000 Stunden oder was, und sinkenden Elektrolyse Massenproduktion. Jetzt geht unsere Politik ja gerne nach Namibia, Chile, mhm, und sonst wo, Australien, um zu schauen, wo man den billigen Strom herkriegt, mhm, weil das ist ja einer der Inputfaktoren. Also genau. Macht es wirklich Sinn, Wasserstoff zu transportieren? Es ist wie beim Strom. Wenn du ihn vor Ort herstellen kannst und verbrauchen kannst, umso besser. Dann kannst du die Transportkosten sparen. Und ja. Wir haben auch einen Wasserstoffatlas.de gemacht, mhm, auch im Auftrag von BMBF mit dem Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer zusammen. Und da siehst du in jedem Landkreis in Deutschland die Potenziale für erneuerbaren Strom, aber dann auch abzüglich dem Bedarf für elektromobile Wärmepumpen. Und das, was übrig bleibt, ist dann der Wasserstoff, das Wasserstoffpotenzial. Aber wir sehen halt auch, das scheitert im Endeffekt oder an 2 Dingen. Wir können an Akzeptanz der Bevölkerung von Wind und Solar, ja, und letztlich an den Kosten. Ja. Weißt du, ich sage immer, wir können froh sein, wenn wir so viele Wind- und Solaranlagen aufbauen, dass wir die Stromlücken von Atom und Kohle schließen, mhm, plus den Mehrbedarf an Elektromobilen und Wärmepumpen decken. Ja. Und alles, was darüber hinaus ist, also wir haben ja jetzt 10 Gigawatt Ausbauziel. Mhm. Bin jetzt ja letzte Woche... Für diese Wasserstoffgeschichte. Für Elektrolyse in Deutschland. Elektrolyse, 10 Gigawatt. 10.000 Megawatt, das ist... Mhm. 200 Mal unsere Werte. Das ist übrigens das, was wir in der Modellrechnung bei uns drin hatten. Die Werlischen Modellrechnung haben genau 10 Gigawatt. Ja, und die Anlage, die wir mit Audi hingestellt haben in, mhm, Niedersachsen für 30 Millionen, die 200 Mal das Stück. Und ich bin letzte Woche vom Bundeskabinett in den Nationalen Wasserstoffrat berufen worden. Mhm. Das hat mich sehr geehrt, weil ich habe jetzt ja 18 Jahre Erfahrung drin. Da waren auch von Anfang an Leute drin, die bis dato noch nichts mit Wasserstoff zu tun, mhm, hatten. Aber das ist schon ein Hammer, weißt du, weil unser Atlas zeigt auch, 0,1 Gigawatt haben wir jetzt in Deutschland. Ja. 10 Gigawatt, das heißt in 8 Jahren verhundertfachen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen Import werden wir brauchen. Und deine Frage, kann man den transportieren? Natürlich.
am besten in Form von Ammoniak. Ja, Ammoniak ist momentan. Wir haben lange auch geforscht zum Markteinführungsprogramm. Alle haben immer gesagt, ich war beim Staatssekretär in Berlin und dann sagt er, Herr Sterner, tolle Erfindung, auch der Altmaier, aber das Gas aus Russland ist viermal so günstig, wir bleiben jetzt bei dem alten. Und das war 2012 und 2014 dann unter Sigmar Gabriel. Und dann erfahre ich im Nachhinein, das war die Zeit, wo der Deal für Nord Stream 2 gemacht wurde. Ah ja, okay. Also das ist so der Hintergrund. Und damals war halt immer der Glaube, wenn wir jetzt anfangen mit Speicherung, dann will kein Mensch mehr Stromleitungen in Deutschland bauen. Und jetzt haben wir diesen Irrsinn, dass für 1 Milliarde Euro jedes Jahr Strom weggeworfen wird im Norden und Redispatch gemacht wird. Ja. Also da haben wir schon noch Hausaufgaben in Deutschland. Aber darüber hinaus haben sie mir auch gesagt, Michael, vergiss das Wasserstoff in Deutschland. Power to Gas, da beißt du dir die Zähne aus. Denk mal über den Import nach. Und dann war es interessant, als 2020 jemand zu mir gekommen ist, Markus Exenberger und Timo Bollerhei über GIZ und BMZ, Entwicklungsministerium, die gesagt haben, wir haben jetzt eine Idee, wie wir Wasserstoff importieren, H2 global. Also über diese Ammoniak. Genau, und ich habe halt dann die Studien gemacht, weil da hat am Wirtschaftsministerium am Anfang keinen dran geglaubt. Mhm. Und das legitimiert, dass wir gesagt haben, wenn wir Wasserstoff ankaufen zu einem festen Preis, weil das ist genau der Punkt, den du hast, das ist so teuer, dass da keiner von alleine investiert. Wir haben ja gesagt über diesen Mechanismus, du kaufst es für 10 Jahre an, dann hast du ein Bankable Ja, das ist natürlich Form, entscheidend. Also und zwar an den Bestbietendsten. Mhm. Und dann verauktionieren wir das jedes Jahr an den Meistbietendsten in Deutschland und die Differenz übernimmt der Staat. Mhm. Also so eine Doppelauktion. Und das hat dann am Anfang der Herr Altmaier übernommen, dann hat es der Habeck, war seine erste Amtshandlung, eine der ersten Amtshandlungen, die 900 Millionen Euro dafür freigeben. Jetzt wird das ganze Modell, jetzt gibt es dann 3,5 Milliarden dafür und die ganze Europäische Wasserstoffbank basiert auf dem Konzept. Und ich habe damals einen Screen gemacht, habe gesagt, welche Technologien sind geeignet, dass wir Wasserstoff nach Deutschland bringen. Und da war halt dann im Endeffekt nur noch übergeblieben der Ammoniak, ja, weil den kannst du in 150 Häfen rumschippern und ist Standard. Methanol genauso, beides sind gut für Treibstoff, aber auch für einen Grundstoff in der Chemie. Ja. Und dann wollten sie noch Sustainable Aviation Fuel haben, also E-Kerosin, Power to Liquid, wo die Lufthansa gesagt hat, wir fliegen nach Südafrika, tanken PTL, E-Kerosin, E-Fuel und fliegen dann damit zurück. Transportproblem gelöst. Ja, okay. Das ist ein Weg, aber halt, ich war mit der Ministerin auch in Australien, ich war auch in Namibia, ganz unterschiedliche Länder. Die Australier haben uns bestimmt 4-5 Projekte mit 26 Gigawatt Wind, Sonne, Elektrolyse vorgestellt. Und der Riesenvorteil bei denen ist, da kommen 3 Menschen auf einen Quadratkilometer. Ja gut, aber Platz. Das ist genau Platz, der Punkt, wo ich sage, da macht Sinn. Mhm. Du kannst dann in Länder gehen, wertebasierte Partnerschaften aufbauen. Du musst nicht mehr unbedingt in die Oligarchen- und Diktatorenländer gehen mit Öl und Gas und Kohle, sondern du hast die Möglichkeit, weltweit Wind- und Solarenergie zu erschließen und deswegen Wasserstoff, weil du das von Elektron zum Molekül bekommst und das dann transportierbar machst. Mhm. Wir haben ja auch in der Vereinigung von den Elektrotechnikern weltweit die Ideen gehabt, dass wir weltweit ein Stromnetz aufbauen. Ja, ja, und dann da Grundlast Photovoltaik. Aber da macht jetzt spätestens Russland immer mit. Ja, okay. Und von daher macht es einfach wirklich Sinn, so Energieträger zu transportieren. Und der Vorteil bei Ammoniak ist halt, du musst nicht das CO2 aus der Luft holen, sondern Stickstoff. Stickstoff ist ja und das geht häufiger. Total simpel. Ja, das ist klar. Ist natürlich kein besonders gesundes Gas und was einatmet dabei. Nein, und es ist auch giftig, es ist nicht so wirklich einfach zum Handhaben. Aber für uns war halt der Punkt 2020 zu sagen, was ist der erste Wasserstoff, der nach Deutschland importiert wird. Und ich habe immer gesagt, das wird Ammoniak sein. Und damals war ich noch recht frisch dabei, aber jetzt siehst du, alle Projekte laufen Richtung Ammoniak. Okay. Und dann kannst du dann direkt nutzen und das ist auch nochmal bei Namibia so spannend, weil da kannst du dann mit dem Ammoniak Düngemittel herstellen und dann für die lokale Ernährungsversorgung. Ich meine, das ist ja so, wird er heute Ammoniak wieder deswegen rumtransportiert, weil man im Düngemittel herstellt. Genau. Aber dann hast du auch dieses Argument von Neokolonialismus weg. Ja, ja, das ist ein zweites Problem noch. Gut, also wir haben Potenzial, Wasserstoff zumindest in bestimmter gefundenen Form ohne zu transportieren. So Strom aus dem Ausland direkt zu beziehen, das ist ja, wie gesagt, das wäre das sozusagen Global Grid, dass man das einfach rumleitet. Das ist aber sehr schwierig, weil... Geopolitisch, aber auch transporttechnisch. Ich meine, mehr wie 4.000 Kilometer. China hat jetzt, glaube ich, 4.500 Kilometer Leitung gebaut nach Kasachstan, aber das ist dann auch schon von dem Stromverlust nicht mehr ganz so gut. Genau. Und politisch ist es natürlich auch äußerst heikel, weil dann bin ich wieder sehr leitungsgebunden. Das hast du bei Desertec gesehen. Der Gaddafi wollte in Libyen, hat die Idee gehabt zu Desertec. Ja. Und es ist im Endeffekt politisch gescheitert. Ja, ja. Ja, und Gasleitungen hast du halt schon. Und jetzt habe ich
Ich hab wieder mein Lachen müssen. Ich habe meine Doktorarbeit rausgeholt und ich war damals bei der Bundesnetzagentur und habe gesagt, wir wären unabhängiger von russischen Gasimporten. Wir haben eine Pipeline von Algerien und Tunesien nach Europa rein, Italien, Spanien. Wir können überall Energie erschließen ohne Tank-Teller-Konkurrenz. Ja. Und dann weiß ich noch, wie die Bundesnetzagentur gesagt hat, Herr Sterner, aber dann müssen wir wieder Strom- und Gasnetze zusammenkoppeln und es ist nicht an Bundling. Wir wollen die getrennt haben. Ja gut, das ist natürlich... Und dann als Ingenieur und Physiker sitzt du dann da und sagst, oh Gott. Politischen Aspekte sind hier natürlich ganz unerklärlich. Also wie gesagt, also wir haben also die Chance, das zu transportieren in Form von entsprechenden... Ammoniak oder Methanol oder du kannst auch DME mitnehmen, Dimethylether ist nochmal leichter. Also bestimmte chemische... Also man muss es... Also jedenfalls diese Idee, das flüssig zu transportieren bei Tieftemperaturen... Ist ein wahnsinniger Aufwand in der Komprimierung, in der Kühlung. Natürlich hast du es dann wieder auch LOHC, halte ich für einen Quatsch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil das ist eine organische, erdölbasierte Trägerflüssigkeit, wo du halt vorher das hydrieren musst und dann dehydrieren, riesige Umwandlungsverluste. Wir haben jedes Mal diese Umwandlungsverluste. Und dann 90% von deinem Gewicht musst du beim Tanker wieder zurückschippern. Also für kurze Distanzen vielleicht, aber für lange Strecken. Stimmt, der Tanker ist ja voll beim Also bleiben wir einfach bei den flüssigen Kohlenwasserstoffen oder halt dann Ammoniak, weil... Ja. Das ist erprobt und weiß jeder, wie es geht. Warum ist es so schwer, da wirklich dann Geschäftsmodelle zu finden? Also ich meine, das ist ja nun die Frage. Richtig. Ich meine, das war ja auch meine Diskussion mit dem Professor Weber, der hat gesagt, ja, wenn es da den Strom so billig gibt, dann müsste es doch eigentlich irgendwo eine Stelle geben, wo der Marktmechanismus den aufkauft, den Strom, genau. Und sagt, ich mache da was draus. Ja. Wo hängt es da? Das hängt daran, klassisch Henne-Ei, wenn du keine Abnehmer hast, hast du auch keine Erzeuger. Und das war eben die Lösung Power2Gas, dass du sagst, hier hast du 20 Millionen Gashaushalte. Und das war auch der erste Weg bei uns in den Markt. Ich habe das bei Greenpeace Energy vorgestellt und bei Greenpeace vorgestellt. Und die haben gesagt, Michael, da machen wir ein Produkt draus. Und die haben das dann auch nach meiner Wortschöpfung Windgas, Wind2Gas haben wir es genannt, pro Windgas. Die haben jetzt 30.000 Gaskunden, die erneuerbares Gas in Form von Wasserstoff beziehen. Aber das ist natürlich schon, wenn man die Labels liest, also 4% ist Premium. Ich weiß schon, ist dann beigemischt. Aber es war wie bei Solarstrom, hat sich kein Mensch leisten können. Und dann hast du gemacht so 10.000, 100.000 Dächerprogramm und wir fördern den Solarcent, damit sich die Solaranlage rechnet. Weißt, es hat ja immer so angefangen, dass Technologien am Anfang teuer war, auch die Kernenergie und alles, war immer vom Staat her mit subventioniert. Und an der Stelle soll es das jetzt von Anfang an gleich schaffen und nein, so wird es nicht sein, definitiv. Aber momentan ist es halt so, dass Wasserstoff schon im Markt ist. Es gibt ja auch schon kleine Wasserstoffnetze von Air Liquide und Linde. Aber es ist alles im Endeffekt ein Oligopol. So wie vor 20 Jahren bei den Gasmärkten. Da hast du quasi einen Langfristliefervertrag aus Russland gehabt und dann sehr undurchsichtige Preisdinge. Und dann hat das Kartellamt irgendwann mal gesagt, da leuchten wir jetzt mal rein. Ihr müsst kurzfristige Kontrakte anbieten und Handel reinbringen, Börsenhandel. Und das Gleiche wird es jetzt richten beim Wasserstoff. Schönes Beispiel von Infineon aus Villach, große Chipfabrik in Österreich, die gesagt haben, wir rechnen mal, was wir für den Wasserstoff zahlen von Linde. Elektrolyse aus Wasserkraft, aus kärntnerischer Wasserkraft ist günstiger für uns. Bauma. Und du hast gar nicht so schnell geschaut, da hat Linde gesagt, wir bauen für euch den Elektrolyseur und betreiben den, seid ihr sorgenfrei und ihr bekommt weiterhin für uns den Wasserstoff. Okay. Also verstehst, da sind heute schon Märkte da, aber damit es große Märkte werden, brauchen wir viel Liquidität und Preissignale. Mhm. Und genau das erzeugen wir halt über H2 Global, dass du überhaupt mal in einer Auktion jemand sich committet und sagt, ich gebe ein Angebot ab, dass ich bereit bin und da habe ich ein Business Case dahinter, für 10 Jahre Ammoniak zu liefern, grünen Ammoniak. Und dann haben wir Preissignale, an der sich der Markt orientieren kann. Und jetzt kommt über die Hydrogen Bank Europe nochmal richtig viel Geld rein, sodass da ein Markt entsteht. Von wo kommt das Geld her? Das sind alles öffentliche Gelder, die halt den Markt Hochlauf finanzieren sollen. Und das ist aber die effizienteste Art und Weise, als wie jetzt, wenn du sagst, ich mache ein Programm wie beim EEG, Einspeisevergütung, fixe Ding, das ist ja makroökonomisch Quatsch. Nicht so optimal, also nicht so optimal gelaufen, weil dann halt einfach nicht die echten Preise abgebildet werden. Und das ist jetzt ein Weg, wie du einen Markthochlauf machen kannst. Und ich kann es da gar nicht sagen, hat es bei Global, seitdem wir das in die Welt gesetzt haben, es verkauft sich wie geschnitten Brot, so wie das EEG vor 20 Jahren. Also es wird in viele Länder kopiert, weil alle sagen, dann haben wir wirklich einen auskömmlichen Business Case für den teuren grünen Wasserstoff oder Ammoniak oder was auch immer. Ja. Und wir haben Abnehmer, beides auktionsbasiert und dadurch, dass auktionsbasiert ist, schmelzen die Kosten für den Wasserstoffhochlauf ein. Und wenn irgendwann mal der fossile Ammoniak so teuer ist,
Das ist er ja teilweise heute schon. Der kommt jetzt in Ammon, wird aus Erdgas hergestellt, der kommt in Rotterdam für teilweise 1000 Euro pro Tonne an. Da kannst du auch einen grünen herstellen. Also wenn das irgendwann mal sich grauer und grüner die Waage halten, dann hat sich das Instrument erledigt. Ja, genau. Also es muss natürlich der Preis. Aber da sind wir heute noch nicht. Und deswegen braucht es solche staatlich unterstützten Hochlaufprogramme. Und die finde ich halt viel besser, als wie irgendeinen Fixpreis zu zahlen oder zu sagen, wir gehen jetzt zur Industrie und machen mit dir einen Vertrag und jetzt bekommst du für 30 Jahre grünen Wasserstoff geschenkt oder so. Weil das ist halt einfach nicht marktbasiert und damit einfach teuer. Also das ist natürlich immer die alte Frage, was ist besser? Ja, Ordnungsrecht oder Markt. Ich finanziere da den Markt. Ich bin ja Marktfan. Ich auch. Ich halte das schon für die beste Methode. Wir haben nicht ewig viel Euros und deswegen sollten wir es vernünftig ausgeben. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich wollte noch ein paar andere Sachen aus der Politik mal ansprechen. Wir haben zum einen, du hast es ja auch in deinem Buch geschrieben, also dein neues Buch hier ist die schöne So retten wir das Klima. Genau. Also wir machen da auch einen Link rein auf die Seite, in dem es eben vor allem um diese Ansätze geht. Du schreibst auch da drüben immer wieder mal das Wort Mythen in der Energiepolitik. Ja. Also das fand ich eine interessante Idee, überhaupt das also erstmal so zu bezeichnen. Ja. Es kommt nur darauf an, welche Seite man bespricht. Jeder sieht auf der anderen Seite die Mythen natürlich. Ja. Also ein Mythos hast du ja schon aufgedeckt oder erklärt, dass eben das immer sehr teuer ist. Also dass es eben überhaupt nicht geht. Also es gibt ja diese klassische Aussage, also maximal 4% Erneuerbare und dann sind wir am Ende. Genau. Das ist anscheinend nicht wirklich richtig gewesen. Das ist technisch nicht haltbar. Der Mythos. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in Bereichen der Kernenergie Mythen, dass die unendlich gefährlich ist und alles außenrum sofort abstirbt, was auch so nicht faktisch belegt ist. Genau. Also wir haben jetzt ja 50 Jahre lang gesehen, Kernenergie, ich meine, ich bin selber in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre, vorher habe ich noch nicht so mitgekämpft, war ein sehr großer Skeptiker bezüglich der Kernenergie, aber wir haben natürlich auch nicht gewusst, wie sich das entwickelt, dass wir eigentlich so relativ lang unfallfrei fahren. Wir haben zwei Unfälle gehabt, der eine Russland-Spezialmodell. Klar. Will ich jetzt gar nicht ins alte Detail reingehen, aber ansonsten ist die westliche Kernenergie unglaublich sicher gelaufen. Mhm. Wir haben jetzt dann diesen Mythos, man kann das nicht entlagern. Mhm. Auch das ist für mich ein bisschen in der Mythosfalle drinnen, weil wenn ich mal überlege, was heute entgelagert wird an Kohleasche, an unseren CO2 in der Atmosphäre, was ja nie wieder da einfach rauszuholen ist, dann ist das Entlagern eigentlich, man muss halt immer zwei Sachen nebeneinander legen. Klar. Drum tut es mir immer weh, dass man so einen Mythos aufbaut, dass wir da keine anderen Chancen haben. Ja. Und ich glaube schon, dass es Länder gibt, in denen es halt sehr schwer ist, Solarenergie zu erzeugen. Sagen wir zum Beispiel sowas wie Finnland. Ja. Da ist es echt kein besonders großes Windgebiet, richtig, kein Sonnengebiet. Ja. Und darum bauen die ja auch einen Reaktor, da haben wir jetzt einen in Betrieb genommen. Ja. Wie kannst du dir vorstellen, dass es da einen Mix gibt zwischen den verschiedenen Technologien? Das ist eigentlich ökonomisch schon längst entschieden. Also weil du Finnland angesprochen hast, Bauzeit 10 bis 15 Jahre länger. Das war in Finnland so, ja. Auch in Frankreich. Und die Kosten haben sich verdreifacht. Ja. Und ich war bei den energieintensiven Industrien in der Schweiz. Ja. Also ich liebe die Schweizer, die pünktlichen Bahnen und die okay. Zuverlässigkeit der Menschen. Ja. Und sie haben ja auch immer einen Sinn für Ökonomie. Ja. Und da hatte ich auch halt immer eine Frau, also die Chefin vom Schweizer Atomforum und ich halt. Und ich habe jetzt gar nicht so viele Mythen zur Atomenergie geschrieben, aber halt das Einzige, was halt immer wieder kommt, wir haben Blackouts ohne Atomkraft. Und das ist halt einfach nachgewiesenerweise technisch falsch. Ja. Mhm. Und bei der Endlagerfrage bin ich ganz bei dir. Also ich finde, wenn man Müll in die Welt setzt, dann muss man auch Verantwortung dafür übernehmen und den abfrühstücken. Und solange man das nicht tut, ist es wie wenn du dich in einem Flugzeug sitzt, aber nicht weißt, wo du landest. Ja. Ich war in der Berufsschulzeit bei mir als Elektriker in Straubing auch beim Atomkraftwerk in Landshut. Und dann habe ich halt die freche Frage gestellt, wohin mit dem Atommüll? Und dann musste er zugeben, da haben wir keine Lösung. Und dann habe ich gesagt, wie schaut es mit der Sicherheit aus? Gibt es eine Versicherung? Dann hat er auch gesagt, das übernimmt die Allgemeinheit. Ja. Und wenn du halt die Kosten einrechnest, da können wir uns auch jetzt streiten hin und zurück, ob die Internalisierung externer Kosten, wir machen es ja beim CO2 jetzt, aber da kommst du eigentlich raus, dass es mit die teuerste Energieform ist und war. Und wenn du jetzt wieder auf Finnland gehst und wieder zurück zur Schweiz, dann hat ein Schweizer Banker in dem Forum der energieintensiven Industrie gesagt,
Ja, liebe Leute, selbst wenn wir jetzt in der Schweiz kein Atommoratorium mehr hätten, wir würden ökonomisch, es ist einfach nicht kalkulierbar. Also die Kosten haben sich verdreifacht bei den neuen Reaktoren, die Bauzeit verlängert, 10, 15 Jahre. Also wir können da keinen ökonomischen Case ansetzen. Und im Vergleich dazu ist halt die Wind- und Solarenergie, kostet nur ein Viertel oder ein Fünftel. Also die Gesamtkosten mit Speicher sind dann auf alle Fälle unter der Atomkraft. Und deswegen ist es für uns ausgeschlossen, dass selbst wenn wir dürften, noch mal neu investieren in die Kernkraft. Also weltweit ist die Kernkraft halt einfach stark zurückgegangen. Anteil am Strommix hat ihren Dienst geleistet. 10% noch, jetzt haben wir die Windenergie und die Solarenergie bei 30%. Und ökonomisch ist die Frage längst entschieden. Und ich glaube auch nicht, dass die neuen Generationen danach kommen werden. Sehe ich nicht. Auch bei der Kernfusion, da haben wir Zahlen, die schon 10, 15 Jahre alt sind. Und ja, Kernfusion ist schwierig. Mein Gott, also aber ich bin nicht, weißt du, man soll immer offen bleiben und sich alles anschauen. Ja. Also ja, da schon, aber ich habe halt, weil du sagst, Sicherheit. Mein Doktorvater war Kernphysiker. Okay. Also Jürgen Schmidt, der war Kernphysiker, auch mit Leidenschaft. Aber und ich habe auch hier in Regensburg einen Professor gehabt, der auch Kernphysiker war und bei dem ich auch meine Grundkurse gemacht habe in Strahlenschutz. Und wir haben auch ein Atomlabor hier noch bei uns an der Hochschule. Und ich habe auch meine Geigerzähler und Dosimeter dran gehabt. Und also, weiß nicht, ich habe mir das schon auch angeschaut, auch aus der Praxis. Ja. Aber wenn ich halt sehe, hat mein Chef immer gesagt, schau her, als sie damals rumgelaufen sind nach Tschernobyl und alles gemessen haben und nichts sagen durften. Und dann haben wir Harrisburg eine Havarie gehabt, viermal Fukushima. Das sind 6 von 600 je gebauten Reaktoren. Einer von 100 ist in seiner Lebensdauer havariert. Ja, das und stimmt. Wenn du jetzt ein Flugzeug, da die Technik so ansetzen würdest, dass wenn du weißt, du steigst ein in den Flieger und im Laufe der Zeit stürzt jedes 100. je gebaute Flugzeug ab. Dann hättest du fast keine Fluggäste mehr. Ist aber tatsächlich bei den Flugzeugen so. Und ist wirklich so? Ja, ich meine, jedes 100. Flugzeug stürzt ab in seiner Lebensdauer. Auf der Lebensdauer natürlich. Jedes 100. Ich habe die genaue Zahl, also wir haben ungefähr 10.000 Flugzeuge in der Luft. Okay. Und wir haben in den letzten 30 Jahren, also wenn man das mal so nimmt, haben wir ungefähr so 100 Totalverluste, wie das mal heißt. Okay. Aber also wie viele wurden gebaut? Ja. In dieser Zeit, in den 30 Jahren, weißt. Und ich glaube halt, dass dieses Sicherheitsniveau einfach für uns nicht tragbar war. Und es war eine ewige lange Debatte in der Gesellschaft und die ist jetzt abgeschlossen. Und was nützt es? Also Scheuer Andi, der von meinem Landkreis kommt, der hat gefordert, in Bayern 3 neue Atomkraftwerke zu bauen. Ja. Das würde eigentlich den Ruin der bayerischen Wirtschaft bedeuten, weil einfach die Stromgestehungskosten dann so astronomisch hoch sein werden, dass wir uns das nicht mehr leisten können. Alleine der Bau. Und wenn du dann die Entsorgungskosten reinrechnest, 20, 50 oder 52. Also ich sage immer, lasst es uns halt in Bayerischen Wald, in meiner Heimat verbuddeln, weil wenn jemand Müll macht, dann muss er auch Verantwortung übernehmen. Ja. Aber weißt du, das sind die Sachen, wo ich sage, ökonomisch ist die Sache gelaufen und wird nicht mehr kommen. Wenn es ökonomisch ist, dann würde ich da... Und ansonsten gibt es natürlich immer viel Debatten. Also ich habe auch viele Mythen zu Wind- und Solarenergie drin gehabt, wo wirklich nachweislich physikalisch einfach Rechenfehler von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, die für Kohle, Öl und Gas zuständig sind, da waren die im Faktor 4096 den Schallpegel zu hoch ausgewiesen haben. Da gibt es natürlich auch Interessensgruppen. Überleg mal, wer profitiert denn davon, dass weiter Kohle, Öl und Gas läuft? Ja, das muss man natürlich sagen. Ich meine, die Interessensgruppen sind halt einfach da. Ne? Man hat natürlich, man muss auch zu Kernenergie noch mal dazu sagen, es gab eine sehr starke Interessensgruppe, dass die nicht gebaut werden. Nämlich die Ölindustrie hat in den USA da sehr deutlich versucht, das wegzulocken. Und die Energiewirtschaft hatte damals gesagt, wir bauen das nicht, diese Hochrisikotechnologie aus, die unterstützt uns da massiv. Und dann hat die Politik das ja auch gemacht in den 60er, 70ern. Ein anderer Mythos jetzt nochmal, weil wir bei Windenergie gerade waren, ist ja die Frage, gibt es eigentlich genug Wind? Ja. Also die Diskussion ist aufgefahren, da gibt es ja dieses Gante für Quaschening, weiß nicht, ob du die Diskussion mitgekriegt hast. Ja. Also es gibt einige Studien, es ist physikalisch einfach relativ einfach. Man sieht, Deutschland ist so und so groß, haben wir 200 Kilometer breite Küste, da kommt der Wind rein. Ja. Und jetzt kann ich mal die Masse ausrechnen, wie viel Luft ist das, und dann sehe ich, wie viel Watt das ist, um das runterzubremsen. Genau. Also beliebig viel ist es jedenfalls nicht. Nur die Frage ist, wo ist die Grenze? Ist ein Ausbauziel, was man heute, es kommt ein bisschen darauf an, was die Politik gerade mal vorgibt, also zwischen 200 bis 300 Gigawatt habe ich gelesen für Deutschland. Mhm. Das ist aber dann schon ein Faktor, der auch wirklich die Luft verändert, also die Windgeschwindigkeiten verändert, großräumig.
Ja, das macht aber auch der Klimawandel insgesamt. Das und ist völlig andererseits richtig, musst du halt betrachten, dass halt meistens dann die Leute nur auf den niedrigen Schichten die Betrachtungen anstellen und vergessen dabei, dass der geostrophische Wind immer schön wieder nachliefert. Ja? Natürlich hast du über den Jetstream gewisse Schwächungen und Verschiebungen. Klar, wenn die Pole abschmelzen, dann verändert sich halt auch das globale Windsystem. Aber halt die Berechnungen, die wir gemacht haben am Fraunhofer-Institut, wirklich super detailliert mit Landflächen, mit Ausschluss von Flächen. Da haben wir noch 22% geeignete Windflächen gehabt, dann von 8%, die nicht in Schutzgebieten sind und so weiter. Und davon haben wir nur 2% der Landesfläche genommen. Und das ist noch sehr, sehr günstig gerechnet, weil ein Windrad braucht eigentlich keine Fläche. Oder kaum. Naja, das ist gut. Weil unten drunter kannst du noch Landwirtschaft, Forstwirtschaft machen. So. Und da waren wir bei einem Potenzial von 65% vom deutschen Strombedarf. Also das locker drin, wenn du noch die Offshore dazu nimmst, noch mehr. Aber natürlich. Ja, man muss jetzt aber bei dem Strombedarf immer aufpassen. Also es scheitert nicht an der Physik, sondern wenn dann an der Akzeptanz und der Kommunikation. Ja, aber ich will da doch noch mal kurz auf die Physik gucken, weil es ist zwar richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Starksturmgebiet habe, das ja wegen diesen V hoch 3 Formel letztendlich sogar, wahnsinnig viel Wind durchtransportiert und dann habe ich aber wieder lange Zeit Ruhe. Das heißt, diese Top-Speeds kann ich ja nicht wirklich abfangen. Nein, kannst du nicht. Und ist ja beim Wasserkraftwerk auch nicht. Du baust ja kein Wasserkraftwerk. Ja, klar, Hochwasser kann ich auch nicht abfangen. Mitnehmen. Also wie gesagt, das müsste man nochmal drauf gucken. Also das halte ich für einen Punkt, den man in der Windbranche sorgfältig mal was interessant war, war damals, dass das DLR herausgefunden hat, dass sich die Rotorenblätter eigentlich andersrum drehen sollten wegen der Corioliskraft. Die wolltest du ja auch schon mal anzapfen für die Energieversorgung und Energiespeicherung. Aber, die Corioliskraft, Erde ein bisschen abbremsen, war ja auch mal deine Idee. Ja, also ob das wirklich so ist oder ob das eher nur so am 1. April oben zitiert wurde, ich weiß nicht genau. Ja. Mir kommt es ein bisschen fragwürdig vor. Ich habe selber Corioliskraft-Rechnungen gemacht, nämlich Eis aus der Antarktis nach Florida zu bringen oder an andere Wüstengebiete. Aha. Das gibt es ja immer wegen Süßwasser. Ja. Und da gibt es vom RAND-Institut eine Rechnung, die das als unendlich aufwendig anrechnen, wegen der Corioliskraft übrigens. Ja. Und dann kann man aber nachrechnen, dass das ja ein schwimmendes System ist, wo überhaupt keine Wirkung davon da ist, weil es ja sozusagen nicht eine Nettomasse ist. Ja. Du verschiebst nämlich nicht die Masse, sondern nur so ein Delta. Aber gut. Aber dann noch eine Lösung, weil du gerade Schwimmen sagst. Wir haben ja auch vor 13 Jahren die Segelenergie entwickelt. Ja, also ein Wasserkraftwerk, was du aufs Meer setzt in Form von einem Schiff und dann Das habe ich mal auf einer Messe gesehen von dir. Das hast du mal gesehen, Und mittlerweile hat die Firma Oceanergy bei Stuttgart mit feinstem schwäbischem Maschinenbau ein Vier-Seilen-System entwickelt, wo die automatisch Wind, also Segel abholen, starten und landen lassen. Also wirklich. Das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrtwesen war da dabei der Lehrstuhl für Luft- und Raumfahrttechnik von Stuttgart. Ja. Der erste deutsche Astronaut Messerschmitt ist dabei. Und dann kannst du halt wirklich draußen, out in the nowhere, ohne politische Einflussnahme und Steuern, also Abgaben, Umlauf, so Energie ernten. So. Na, überall kannst immer dem Wind hinterherfahren, die Flauten vermeiden, die Stürme vermeiden und konstant Wind ernten. Und das dann in Form von Wasserstoff oder Ammoniak und was auch immer. Und da sind wir schon auch dran, halt mit verschiedenen Konsortien jetzt in Südafrika was aufzubauen. Mhm. Und das könntest du natürlich auch stationär nutzen. Weil das System haben wir dann fliegen lassen auf 400 Meter Höhe. Mhm. Ganz konstante Zugkraft, wunderbar easy und entspannt. Also Höhenwinde zu nutzen, ist auch noch was wir viel, viel mehr anschauen sollten. Also ist ein spannendes Thema. In dicht besiedelten Gebieten halte ich es für... Ja, eben deswegen Südafrika. Weil hier musst du dann wieder Flugverbotszonen ausrufen. Ja, da kommt man ja mit allen möglichen ins Gehadere. Aber in bestimmten Regionen mag das tatsächlich Potenzial haben. Sinn. Also es gibt vom MIT gibt es eine globale Rechnung für diese verschiedenen Höhenschichtungen. 1500 Meter Höhe lohnt sich dann wohl nicht, aber gut. Aber das war genau das Thema, wo Hermann Scheer immer zu mir gesagt hat, damals noch SPDler, hat gesagt, Michael, die Idee finde ich super mit Power2Gas, aber du wirst belächelt. Und dann bekämpft und am Ende sagen alle, ja, wir brauchen das. Und genauso ist es bei Power2X gekommen. Ja. Weißt? Und bei der Segelenergie ist bis heute, dass die Leute gesagt haben, verrückt, der ist ja gar kein Seebär, der hat ja keine Ahnung davon. Ja, aber mittlerweile wissen wir, dass MIT patentiert hat, Google, die Japaner bauen es nach. Und das ist immer das Leidwesen der Deutschen. Wir dichten, denken, erfinden, aber sind schlecht im Umsetzen.
Das ist definitiv. Bis auf die Schwaben. Da war ich jetzt erst wieder. Und da hast du in jedem kleinen Dorf für Maschinenbau, Gewerbegebiet und da ist der Wahnsinn. Wird einiges getüftelt, das ist ohne Frage richtig. Aber vielleicht noch ein anderes Problem, und das ist, trifft es eigentlich auch. Wir haben also diese verschiedenen Ideen, zum Beispiel ist diese Schiffe, die da mit Wind, Methan oder Ammoniak oder was produzieren. Problem ist immer, das ist zeitlich Langfristprojekt. Ja. Das baue ich nicht in 5 Jahren auf oder auf. Ja, die Ocean Energy, die könnten das in einem Jahr bauen. Wir haben die Werft in Südafrika, Spezialschiffbau. Ja. Aber du hast recht, hochskalieren braucht Zeit. Braucht Zeit. Siehst bei der Solarenergie. Und wir haben in der Politik haben wir eigentlich. Atomkraft hat auch 20 Jahre dauert. Ja, also es gibt wenig Sachen, die wirklich vom Reißbrett, also von der Idee bis zum Marktdurchbruch, also zu einer Innovation, dass es wirklich auf dem Markt statuiert ist. Klar, wir haben heute solche Sachen, die wahnsinnig schnell laufen, wie so ein Facebook oder so, das kommt innerhalb von ein paar Monaten noch. Aber solche rein digitalen Sachen, also und das beim Handy habe ich aber auch schon mal schnell 10 Jahre, bis das jeder so ein Digital-Ding hatte. Und hier haben wir aber jetzt auf der anderen Seite die politischen Kräfte, die sind immer auf 4 Jahre fixiert. Ja. Mehr oder weniger wegen der Legislaturperiode. Ja. Was für eine Wirkung hat das auf die Entwicklung von erneuerbaren Energien, dass wir in diesem 4-Jahres-Ding unterwegs sind? Naja, wir hatten ja vorher die Atomenergie, und wenn es die Anti-Atomkraft-Bewegung nicht gegeben hätte, hättest du niemals einen Solarserver.de aufgemacht. Das ist weil damals halt, klar, Frauenbewegung, Friedenbewegung, Anti-Atomkraft, dann haben sich die Grünen geformt und andere Parteien wie die ÖDP, und das hat halt dann der Gesellschaft einen Schub gegeben. Dann hat es bei uns auch diese ganzen Alibi-Projekte, Wind-Wasserstoff-Projekte gegeben. Dann wurden die ganzen Landeszentren für erneuerbare Energien gegründet, ZSW in Stuttgart, bei uns in Bayern auch und anderswo. Und dann hat sich halt die Forschung damit mit den Alternativen beschäftigt. Und dann gab es Politiker, die gesagt haben, wie der Hermann Scheer oder Hans-Josef Fell, wir machen das EEG. Das war eine schöne Sache, weil es halt diese Preisthematik, wie jetzt bei Wasserstoff, beiseite gelegt hat. Mhm. Und jetzt ist Bayern Sonnenland, aber nicht, weil wir Ministerpräsident Söder haben, sondern weil halt der Lauf der Dinge so war und die Politik so war. Und im Endeffekt, wenn du das nach vorne projizierst, du brauchst halt langfristiges Denken, wie es das halt in einem Familienunternehmen hast. Ja. Aber in der Politik, ich kenne Politiker, die sagen zu mir, Klimawandel ist mir egal, ich will in den nächsten 5 Jahren wiedergewählt werden. Ja, weil ich meine, und das ist, bei einem multinationalen Unternehmen hast du das Problem, dass der halt auf seinen Boni schaut und seinen Shareholder Value und die nächste Quartalszahlung zahlen. Also du brauchst eine langfristige Sicht, sonst kriegst du das nicht hin. Weil Energietechnik ist jahrzehntelange strategische Planung. Das siehst du ja bei den Gasnetzen, bei den Stromnetzen. Ja, und von daher, da brauchst du Rahmenbedingungen, die langfristig stabil sind. Und es ist ein Riesenproblem für die Unternehmen, wenn die Politik ständig wackelt wie ein Kuhschwanz hin und her. Atomausstieg ja, Atomausstieg nein und hin und her. Du brauchst Planungssicherheit, damit Investitionssicherheit reinkommt, weil Kapital ist ein scheues Reh, und du brauchst aber für diese Infrastruktur langfristige Sachen Kapital, was über also lange Zeit geht. Aber das ist jetzt bei der Offshore-Auktion, da war jetzt wahnsinnig viel Geld da. 11 Milliarden haben die gezahlt, nur um die Flächen zu erschließen. Ja, das ist also schon, Energiewirtschaft hat schon Geld, auch absolut, gerade nach dem letzten Jahr. Ja. Und jetzt geht es halt darum, dass du das ganze Geld, was du mit fossiler, atomarer Energie gemacht hast, in die Zukunft investierst und nicht ständig versuchst, durch Mythen und Sonstiges wieder das Ganze zu bremsen, weil die Rechnung zahlen dann unsere Kinder und Kindeskinder. Ja, das ist eben das große Problem. Wie kann man das, also wir haben zum einen... das monetarisieren über externe, Internalisierung externer Kosten. Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt aber zum einen haben wir die Politik, die uns mit diesen Legislaturperioden-Denken und eine ganze Menge von Abgeordneten wissen halt, wenn in einem Wahlkreis das Heizöl zu teuer ist oder was auch immer, dann haben sie ein Problem. Das andere ist aber auch der Wissensstand der Bevölkerung. Also wir haben natürlich, nicht jeder ist Energiepolitiker, also ich versuche mit meinem Kanal so ein bisschen Wissen zu verbreiten, also auch aus verschiedenen Perspektiven. Wie schätzt du denn den Wissensstand ein? Also Deutschland, habe ich immer das Gefühl, die wissen am meisten über Energie. In anderen Ländern ist das Steckdose und Tankstelle, that's it. Das ist das Problem. Die Leute denken, Milch kommt aus dem Kühlschrank und der Strom aus der Steckdose. Weißt, ich habe dieses 900 Seiten dicke Ding mit dem Ingo Stauder geschrieben und dann auf Englisch übersetzt, und der Springer Verlag verkauft es für wahnsinnig viel Geld und bleibt sowieso nur ein Bruchteil, aber egal. Um halt mal zu sagen, es gibt diese Energiespeicher. Ja. Weil dieser Mythos ist, war ja, wir haben keine Speicher, was Quatsch ist. Und dann habe ich aber festgestellt, das lesen nur die Wissenschaftler. Ja, klar. Ja. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann mal entschieden, oder schon 2012, als ich mit Joachim Nitsch vom DLR in Stuttgart immer die Langfristszenarien für die Bundesrepublik gemacht habe, und gesagt, weil da sind die Leute im Ministerium da gesessen und haben gesagt, technisch sind wir eigentlich durch. Wir haben alle technischen Lösungen. Mhm. Aber wir müssen es noch den Menschen einerseits wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen und dann nicht den gleichen Fehler machen wie beim EEG. Da haben wir nämlich auch, ich und Joachim Nitsch, gewarnt.
Die EEG-Umlage explodiert, wenn ihr die Fördersätze für Photovoltaik nicht kürzt. Das war das Problem. Und dann haben sie das 2009 nicht gemacht, 2010 nicht und 2011 nicht. Und dann hast du natürlich wieder die Kräfte gehabt in der Gesellschaft, die gesagt haben, viel zu teuer, vorher war es der Solarstromheld, dann war es der reiche Zahnarzt. Ne? Und das hat dann zum Zusammenbruch der Energiewirtschaft geführt. Ja, das war hochinstabil. Das war instabil und habe auch der Solarwirtschaft einen Vorwurf gemacht, habe gesagt, ihr fordert immer eure Einspeisevergütung, senkt man mal die Kostensätze ab. Mhm. Weißt du? Und damals zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, Joachim, lass uns halt ein Buch schreiben, aber er hat es dann nicht gemacht, ich habe es dann alleine gemacht. Mhm. Und natürlich macht der Verlag dann irgendwas Nettes draus und damit es noch seriös ist, schreibt dann noch Professor Doktor drüber. Ja, weil ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Aber es ist trotzdem Spiegel-Bestseller geworden. Und da bin ich halt wirklich die ganzen Mythen durchgegangen. Ich habe mit dem Verlag auch gesagt, ich mache keinerlei Abbildungen rein, die gibt es als QR-Code. Weil halt, ja, aber weißt du, weil es gibt Menschen, die schrecken ab, wenn sie eine XY-Achse sehen. Stimmt, ja. Ja. Und du musst das so einfach wie möglich kommunizieren. Das habe ich versucht und als Bauernbuhr ist das gelesen, eigentlich gegangen. Es liest sich flüssig. Ja, ich habe ja immer eine 3 in Deutsch und deswegen nicht aufs Gymnasium. Ja. Und in der Realschule hat die Deutschlehrerin gesagt, der muss wieder auf die Hauptschule, weil der kann kein Deutsch. Weißt du, deswegen 50 Jahre Realschulfeier habe ich dann gesagt zu ihr, ich habe es geschafft, ich kann noch Deutsch. Aber nein, du hast recht. Also Politik und Gesellschaft sind die zwei entscheidenden Parameter. Mhm. Und da spielen die Medien natürlich auch eine Rolle. Ja, deswegen ist es toll, dass du so einen Kanal machst und auch halt mal ein längeres Format hast. Aber Politik, wie gesagt, geht immer sehr kurzfristig und schaut dann, was macht die Gesellschaft. Und du brauchst einfach Politiker, die wirklich sagen, wir schauen jetzt langfristig, richten unsere Politik nicht nur an den Umfragewerten aus. Und da halt wirklich, was ist gut für unsere Gesellschaft? Jetzt haben wir in der Bevölkerung ganz grob zwei Lager. Ich will mal ganz zwei andere Lager, die man sonst mal nicht so hatte. Das eine ist, die sagen, wir brauchen Einschränkung. Ja. Wir machen jetzt hier nur noch auf Lastenfahrrad und auf Biokost und Trennkost, keine Ahnung. Und die anderen sagen, das kriegen wir alles technologisch hin. Genau. Jetzt bin ich natürlich auch ingenieurmäßig wie du, sagen wir können ja Wasserstoff herstellen oder was auch immer für eine Substanz. Ist das auf Dauer... Wo stehst du da zwischen den Einschränkungen und den ingenieurmäßigen kriegen wir hin? Ich habe mich sehr gefreut, dass die Jugend aufgestanden ist, weil wir haben ja im WBGU schon lange die Szenarien gemacht, wie sich die Welt verändern wird, in katastrophale Kippzustände kommen wird. Kippzustände kann man darüber diskutieren, wie weit das jetzt erforscht ist oder nicht, aber da gibt es schon sehr klare Evidenz, dass halt wirklich das komplette Ökosystem sich wandelt. Und mein Sohn hat sich mit 7 Jahren auf den Fußboden hingelegt vor einem Jahr und hat gesagt, Papa, die Natur zerstört sich selbst, weil wir Teil der Natur sind. Also er hat das wirklich reflektiert. Und ich habe ihm dann gesagt, du, die Natur wird es weitergeben, aber uns Menschen halt nicht mehr in dieser Quantität. Mhm. Weißt du? Und da denke ich mir, die Menschheit, also die Welt hat genügend für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Und die Gier ist das, was uns halt wahnsinnig macht. Und die Reichen haben halt natürlich mehr Geld und mehr CO2-Ausstoß, größere Wohnungen, mehr Flüge. Also du musst schauen, dass es sozial gerecht ist. Und das war ein Riesenthema jetzt halt bei diesem Heizungsgesetz. Ihr müsst eure Heizung rausschmeißen. Ja. Viele Lügen, viele Mythen, aber gut erklären, sozialverträglich umbauen und vor allem halt auch zu seiner Politik stehen. Weißt, da wird der Klimakleber bestraft, weil er einen Verkehr behindert und der Verkehrsminister verprasselt 240 Millionen Euro und landet nicht vor Gericht. Weißt, und wenn du ein Atomkraftwerksbetreiber wärst, der dafür Haftung nehmen muss und Versicherung abschließen muss, dann würdest du kein Atomkraftwerk betreiben. Und genauso ist es halt wahrscheinlich beim Politiker. Wenn der dafür haften muss, dass er die Klimaziele nicht erreicht, dann wird keiner mehr Politik machen. Ja, und wo stehe ich aber, da? Der vertritt natürlich. Also, der ist ja Vertreter des Volkes. Ja, er ist Vertreter des Volkes, da hast du recht. Aber also ich habe mich sehr gefreut über die Fridays for Future-Bewegung. Ich habe da auch mitgemacht bei den Scientists, wobei ich das halt auch teilweise sehr kritisch sehe, weil ich dann, also die einen sagen, der Stirner redet zu stark gegen die Atomkraft, die anderen sagen, der Stirner ist ein fossiler Autolobbyist, weil er für E-Fuels ist. Also die Leute differenzieren nicht mehr. Ja, aber wenn ich halt Shitstorm auch von links und rechts bekomme, dann weiß ich bin in der Mitte. Und bei den Scientists, also ich kann ja nur die Entwicklung zeigen, wie es bei uns in Regensburg war. Ich habe für die am Anfang Geld gesammelt. Ich habe als Musiker auch einen Spendensong vor 60.000 Leuten in München performt und wirklich da meine Seele, mein Herz auch reinklickt, mein Herzblut. Aber ich sehe halt jetzt, dass bei uns in Regensburg die Redner jetzt von der radikal linksfeministischen Partei kommen und die Nonne, die dabei ist, von den Christians for Future oder die Parents for Future, die Eltern oder die Omas for Future, kommen nicht mehr zur Sprache und auch nicht mehr die Scientists for Future. Also das hat sich verändert stark. Ja. Und die Klimakleber tun unseren ganzen Sachen überhaupt keinen Gefallen. 0,0. Sie erzeugen eigentlich nur Aufmerksamkeit, aber dann
negative Emotionen, Wut, Ärger, Verstörung bei der Bevölkerung. Und jetzt verbinden im Unterbewusstsein viele Menschen in Deutschland, wenn ich jetzt was für den Klimaschutz tue, dann unterstütze ich diese Klimakleber. Ja, genau. Und das ist ein Riesenproblem. Weißt, Sie haben absolut recht, dass die Erde echt, du siehst das ja diesen Sommer, Rekordtemperaturen im Meer, im Mittelmeer, überall brennt es, sogar die Felder in Deutschland brennen, Überschwemmungen in China, überall. Es ist wirklich Klimakatastrophe. Und deswegen musst du jetzt eigentlich, wie Stefan Ramsdorf sagt, genauso handeln wie bei Corona, also einfach wirklich Krisenstäbe einsetzen. Aber da haben sie schon recht, die Jugend. Und die hat, wie ich die erlebe bei der letzten Generation, sind ja teilweise auch Studierende von mir, die da drin sind und gearbeitet haben. Aber die sind dann, die sagen, machen jetzt hauptberuflich letzte Generation. Und dann sage ich immer wieder, du bist viel glaubwürdiger. Wir brauchen euch nicht auf der Straße kleben. Wir brauchen euch im Handwerk Ölkessel austauschen. Wir brauchen euch in der Entwicklung als Ingenieure, Ingenieurinnen. Wir brauchen euch in der Physik. Wir brauchen euch in der Industrie, damit ihr diese Energiewende umsetzt. Weil eins ist klar, weißt, selbst wenn wir die technischen Lösungen haben, Eduard, in Bayern gehen zwei Leute in Rente und einer kommt nach die nächsten 10 Jahre. Wir haben viel zu wenig Leute. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und immer wenn ich mit dem Mund vor liege, ich war jetzt dieses Jahr bestimmt vor 800 Schülern in Schulen und habe gesagt, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren sollt, ihr könnt gerne Informatik machen, aber da programmiert ihr irgendwas und trinkt die Milch. Ihr müsst wissen, dass die Milch nicht aus dem Kühlschrank kommt und der Strom für die IT nicht aus der Steckdose. Und deswegen ist es halt so entscheidend, dass... dass wir nicht bloß Informatiker haben, sondern auch Energietechniker, die dafür sorgen, dass die Energie da ist, die wir für die ganze IT brauchen. Weil deswegen auch immer wieder die Speicher. Wenn du keine Langzeitspeicher hast über Power-to-Gas und Wasserstoff und sonstige Systeme, dann hast du im Winter ein Blackout-Problem. Und an dem hängt dann die ganze Digitalisierung, die Wärmepumpen, die Elektromobile, alles, die kritische Infrastruktur. Ja, also die Einschränkung ist nicht jedermanns Sache, das ist das eine Problem. Genau. Und die junge Generation, auf der einen Seite redet es natürlich von Einschränkungen, als andere ist, meine Studenten wollen immer in Neuseeland ihr Praktikum machen für 4 Wochen. Da habe ich dann, erzähle ich immer, dass das 6 Jahre Heizenergie ist. Das ist den Leuten aber ehrlich gesagt nicht bewusst. Also da haben wir unglaublich widersprüchliches Verhalten und dann essen sie halt in der Mensa nur irgendwie Spätzle, weil das... vegetarisch ist. Gut, kommen wir mal ein bisschen auf die globale Situation. Du bist ja in Afrika gewesen, du hast das erste Mal dort sozusagen das gespürt, dass es da auch noch andere Probleme auf der Welt gibt. Wir haben auf der einen Seite die Armut und wir haben auf der anderen Seite Technologien, mit denen man auch aus der Armut raushelfen kann. Also ich sage jetzt mal, eine Solarzelle, die ich nach Afrika exportiere oder verschenke oder verkaufe oder was, die hilft den Leuten ja da vor Ort auch. Wie schätzt du denn ein, dass man mit den Technologieexport, den wir haben, das fängt an beim Handy, dass die jetzt plötzlich wissen, wann sie auf den Markt fahren sollen und anrufen, soll ich ein bisschen mehr Gemüse mitbringen, oder eben mit den Solarzellen oder mit dann eben auch Speichertechnologien, wie weit man diese Bevölkerungen in den verschiedenen Ländern, das ist immer unterschiedlich, unterstützen kann. Kann man die Leute aus der Armut rausführen durch Technologie? Also ich habe in Kenia eher Solaranlagen gemacht, aber auch unser Telefonsystem repariert. Das war noch aus der britischen Kolonialzeit mit Conductor. Und die Telefonleitung wurde dann öfters mal vor Elefanten durchtrennt. Die habe ich dann wieder zusammen gemacht. Ich habe keinen gesehen in Kenia, der dann ein Festnetztelefon hatte, sondern die sind von diesem Funkkurbelsystem zum Handy gegangen. Mhm. Und genauso hoffe ich halt, dass die von ihrem Feuerholz direkt zu den erneuerbaren Energien gehen, bildlich gesprochen. Mhm. Und das tun die in Kenia teilweise auch schon, weil die halt sehr viel Geothermie haben jetzt, ein bisschen weniger Wasserkraft wegen der Dürre. Aber im Endeffekt, wenn wir es schaffen, und das ist jetzt weltweit schon, dass die erneuerbaren Energien halt die günstigsten sind weltweit, dann werden die das auch aufnehmen. Und das ist wieder eine Riesenchance für uns in Deutschland, wo ich auch immer wieder sage, ja, wir haben bloß 2% unserer globalen Emissionen. Wir sind 1% der Weltbevölkerung. Wenn man es zusammenrechnet, sind wir auf Platz 4 der Länder, die mit den meisten CO2-Emissionen. Also wir haben eine verdammte Verantwortung auch für den globalen Süden. Da kann es jetzt nicht ich, wenn jetzt nach Kenia runtergehen würde und sage, ja, gut und schön bei uns, aber der Chinese, der Inder und der Kenianer. Dann sagt mir der Kenianer, Moment mal, ihr habt das verursacht in der nördlichen Hemisphäre. Wir am Äquator haben die größte Rechnung zu zahlen. Jetzt schaut mal, dass ihr runterkommt mit eurem CO2-Ausstoß und dann fangen wir an. Mhm. Und als ich jetzt kürzlich wieder in Schwaben war da, oder auch beim VDMA, da war mir schon ganz klar, was ist denn das Geschäftsmodell von Deutschland? Wir exportieren Hightech, weil wir darin gut sind. Ja. Und das sollten wir unbedingt erhalten. Und deswegen kämpfe ich auch so vehement für den Wasserstoff, weil auch unser Wasserstoffatlas, das bauen wir zukünftig ein im neuen Release, zeigt, dass wir Landkreise in Deutschland haben, die zu 60-70% aller Arbeitsplätze in diesen Landkreisen hängen am Wasserstoff zukünftig. Ach ja. Weil die ganze Chemieindustrie, die hat sich ja immer da hingesetzt, wo die Wasserkraft war. Ja, Burghausen. Burghausen, ich war jetzt erst in Burghausen. Ja. Die haben 60 Millionen Euro auf der Seite in der Stadtkasse,
haben aber kein Fernwärmenetz. Ich sage, wie passt das zusammen? Ja, hat sich niemand drum gekümmert. Ja. Weißt? Aber BASF oder halt Bayer oder Mahl oder die ganzen Chemieparks, die wir haben, auch oben da Brunsbüttel, alle energieintensiven Betriebe brauchen Wasserstoff oder auch Methangas. Mhm. Wir haben ganz praktisch mit den Firmen gesprochen, als wir Halsberg Global hochgezogen haben, die gesagt haben, wir verarbeiten nicht Eisenmetalle, Zink, Kupfer, Aluminium etc. Wir brauchen auch Methangas für die Arbeit oder halt auch bei Glas, also Power to Gas, ganz zentral auch um grünen Zement herzustellen und so weiter und so fort. Also wir exportieren Hightech und da bin ich total anderer Ansicht als wie die Agora-Kollegen, Agora Energiewende. Aha, okay. Haben wir eine Speicherstudie gemacht und die Erfahrung ist immer, dass sie am Ende halt die politische Botschaft rausziehen, die sie ja brauchen. Du kannst dir das vorstellen, ich habe das mit dem Dirk-Uwe Sauer gemacht, den hast du auch schon interviewt, und mit Albert Moser, RWTH Aachen und mit Christian Rethans von der TU Dortmund. Und wir haben halt geschrieben, wir brauchen kurzfristig keine großen Speicher, wenn alle Flexibilitäten kommen und die Netze ausgebaut werden. Langfristig ist ein System am kostengünstigsten, wenn wir Speicher einsetzen, auch Langzeitspeicher. Die Agora hat dann daraus gemacht, der Ausbau erneuerbarer Energien braucht nicht auf Speicher zu warten. Und dann haben sie es explizit der FAZ gegeben, an Andreas Miem. Und die haben dann getitelt, Energiewende braucht keine Stromspeicher. Verstehst? Und das ist halt, die Kommunikation, so wie du es vorher gesagt hast, ist total entscheidend. Und zurückzukommen auf den Wasserstoff, also unsere Wertschöpfung, unsere Industrie und die Grundstoffindustrie, die Stahlindustrie, Glas, Keramik, Nichteisen und alles Mögliche, darauf baut unser ganzer Maschinenbau auf, unser ganzer Fahrzeugbau. Wenn wir das jetzt nach Agora einfach sagen, das gibt es nicht mehr, es gibt keine Raffinerien, es gibt keine Chemie mehr, wir importieren vielleicht irgendwie Nafta, dann denke ich mir, Leute, kommt mal raus aus eurem Berliner Elfenbeinturm und macht den Reality-Check. Und das mache ich ja immer auch. Ich habe ja auch schon bei Windkraftvorträgen Polizeischutz gebraucht, weil wir Reichsbürger und Anti-Windkraftvereine da hatten, die jetzt auf mich abgesehen haben und dann gedacht haben, der Sterner, der ist ja von, der arbeitet für irgendjemanden, aber nicht für den Staat. Aber weißt, das ist die gesellschaftliche Spannung, die wir haben. Und das nochmal abzuschließen, auch ich habe Studierende, die quasi halt sich vegan ernähren und Plastik vermeiden, aber dann zum Yoga-Urlaub auf Kreta fliegen. Ja. Und das ist die Stadtgesellschaft mittlerweile. Ja. Und auf dem Land hast du die Leute, die essen Fleisch und fahren Auto, aber fliegen da nicht rum, sondern fahren an den See. Und den Konflikt musst du irgendwie austarieren und glaubwürdig bleiben und den Mythen beseitigen, weil die Leute denken immer, ich kann Klimaschutz machen, indem dass ich Plastik vermeide und mich vegan ernähre. Aber das macht gerade 10% der Emissionen. Genau, 90% der Energie, des Klimaschutzes sind Energiewende. Ja. Und von daher, weißt du, es wird sich, auf deine globale Frage zu, wenn Deutschland es schafft, und da sind wir gut dabei, dass wir zeigen, wir sind auf Richtung Klimaneutralität unterwegs als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und wir schaffen das. Dann ist das eine Blaupause für alle. Ich war immer wieder auch auf den Berlin Energy Days oder die Energietage, da wo zig, 40, 50 Minister weltweit da sind und zig Abgeordnete aus der ganzen Welt, die sich anschauen, wie macht Deutschland das? Also da haben wir schon eine riesige Vorbildfunktion und von daher bin ich schon optimistisch, dass das auch global läuft. Also die Frage, ob wir Richtung 100% Erneuerbare laufen, ist für mich eigentlich schon beantwortet. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit und ob das schnell genug ist. Und was du dazwischen noch für politische Verwürfnisse hast, weil einfach der Klimawandel zu fortschreitet. Also wie gesagt, technisch sind wir durch, aber die Frage ist, ob wir es gesellschaftlich, politisch auch. Und deswegen auch das Buch, um die Kommunikation zu verbessern. Und da habe ich auch ein letztes Kapitel über Klimapsychologie geschrieben, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn er es weiß, nicht wegdefiniert das Problem wie der Trump, der sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, weiß, es gibt diese Optionen, dann brauchst du noch die Gewohnheit zu sagen, ich schmeiße meinen alten Heizkessel aus. Dann brauchst du aber auch die Förderung, dass es sozial verträglich ist. Und dann brauchst du noch das Personal, die das einbaut und das Material. Mhm. Also das sind die Baustellen, die wir haben und angehen sollten. Mhm. Vielleicht jetzt zum Schluss, wenn wir noch auf ein Thema kommen. Du bist ja da wirklich unglaublich lang schon und tief engagiert. Normalerweise ist es auch immer an Vorbildern geheftet. Du hast ja ein paar Namen auch schon erwähnt, Leute, die mit dir da gegangen sind. Hast du da so Vorbilder wie Franz Alt oder Verti, wo du sagst, das waren für mich Motive, wirklich hier weiterzumachen? Oder siehst du also mein Doktorvater, der Kernphysiker, der war wirklich ein großes Vorbild für mich, weil der halt rationell entschieden hat und auf 15 Schachbretten gleichzeitig gespielt hat und einfach in Systemen gedacht hat. Mhm. Und wir brauchen hier einfach Systemlösungen. Und
Und das war ein großes Vorbild, der ist leider schon verstorben. Ja. Aber halt, was war Name? Jürgen Schmidt. Jürgen Schmidt. Ja, ja, genau. Und der war auf dem Fraunhofer Ise dann in Freiburg und dann halt hat er Kassel mit aufgebaut und hat es immer total einfach runtergebrochen und auch für Politiker immer freundlich geblieben, auch wenn es konträre Diskussionen gab, immer einen Konsens gesucht. Und das ist für mich der einzige Weg, wie wir es schaffen. Und bezeichnend fand ich jetzt auch, als ich das letzte Mal Robert Habeck getroffen habe. Mhm. Also ich habe schon viele Minister gesehen, eben vom Röttgen über Altmaier, über Gabriel, über, ich war in der Dieselkommission, ich war im Wasserstoffbeirat von der EU-Kommission. Also sind alles auch nur Menschen, die Politiker. Und ich möchte den Job nicht machen. Du hast kein Wochenende mehr, kein Abend mehr, eigentlich keine Familie mehr. Ja. Und das ist nicht mein Weg. Und mir ist es deswegen immer wichtig, dass ich das vorlebe, auch mit einem guten Beispiel. Wir sind zu 100% erneuerbar. Wir haben alles selber gebaut mit meinen Brüdern. Habe ich auch beschrieben im Buch. Ja, genau, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist wirklich dein Haus und dann diese Isolation. Genau. Und diese verschiedenen, und wo es auch mal nicht läuft, wo meine Frau mal liegen bleibt mit dem E-Auto, weil die Batterie leer ist oder wo unser Naturwärmespeicher nicht läuft. Aber weißt, es wird immer so ein Ringen sein um den richtigen Weg in die Zukunft. Aber ich finde schon, wenn du das vorlebst, dann bist du glaubwürdig. Und ich glaube an die Kraft des Einzelnen. Und ich bin ein sehr religiöser Mensch. Ich bin katholisch sozialisiert worden. Ich habe einfach, war viel zu schwach fürs Fußballspielen. Was haben meine Brüder gemacht? Und ich habe dann Ministrant und Kirchenorgel und Jugendgruppen gemacht und spiele bis heute Kirchenorgel auch und mache halt Musik. Also da sind, wenn du so willst, da habe ich schon einige meiner spirituellen Vorbilder, die mich da auch motivieren. Ich war in der Konrad-Adenauer-Stiftung, da habe ich auch tolle Leute kennengelernt. Und einfach diese Schöpfungserhaltung, die liegt mir total am Herz. Und ich merke halt, du hast immer zwei Pole, so wie Plus und Minus in der Physik, hast du halt den Pol der Angst und da aus der Angst erwächst dann, also die Grundängste sind halt zu sterben und zu wenig zu haben und nicht gesehen zu werden und so weiter. Also, und das artet dann in Hass und Ablehnung und Getrenntheit aus und da gehen halt viele Leute rein. Weißt du, wenn die CSU bei uns jetzt plakatiert, die Ampel wird euch kalt stellen, weißt du, so eine alte Hand auf einer Heizkörper, und dann denkt man, nein, du bist völlig, das ist nicht, das ist genau nicht die christliche Botschaft, die heißt nämlich Hoffnung, habt Zuversicht, bleibt in der Liebe, bleibt in der Demut, bleibt in der Dankbarkeit, und weißt, ich habe ja 2,5 Jahre in Entwicklungsländern gelebt, also ich bin so dankbar für eine funktionierende Polizei, für fließendes Wasser, für Energie aus der Steckdose, für Nahrungsmittel, also weißt, für die freie Rede, dass wir da sitzen dürfen und sprechen können. Was ist denn das für eine geile Welt? Weißt du, das ist. Aber Demokratie ist kein Selbstläufer. Und ich hatte jetzt erst eine Schülergruppe da, die mich gefragt hat, Herr Sterner, wenn jetzt der Rechtsruck so weitergeht und die AfD an die Regierung kommt, dürfen Sie dann überhaupt noch forschen? Sage ich, ja, ich hoffe und bete, dass wir nicht nochmal sowas haben wie in unseren dunkelsten Zeiten der Republik. Also, wir müssen wirklich auf die Demokratie achten und halt auch unsere Grundwerte leben und die wir haben und die gut sind. Und Stichwort Integration, wir brauchen qualifizierten Zuzug, der auch Deutsch kann und Deutsch lernt und integriert wird. Also, und dann haben wir wirklich die Chance auf eine gute, lebenswerte Zukunft. Das wünsche ich mir und meinen Kindern und auch dir, das wünscht sich ja jeder. Und das ist unser gemeinsamer Nenner, alle wollen wir ein gutes Leben haben. Und unabhängig von den gesellschaftlichen Diskussionen, die wir haben, lasst uns zusammensitzen und schauen, was ist der beste Weg. Und da bin ich offen für alle Diskussionen, das merkst du ja. Und dann ich glaube, nur, dass wir es gemeinsam schaffen und jedem Klimakleber sage ich, habt keine Angst vor der Zukunft. Der Fatalismus führt zu nichts. Wenn du nach mir sagst, die Sinnflut, es ist genauso falsch, jetzt noch eine Ölheizung einzubauen. Das sind genauso extremistisch für mich wie die Klimakleber. Also bleiben wir einfach bei unserem gesunden Menschenverstand, legen die Lösungen auf den Tisch, diskutieren aus, was gesellschaftlich tragbar ist, was wirtschaftlich vernünftig ist, und dann suchen wir gemeinsam einen Weg in die klimaneutrale Zukunft. Michael, ich danke dir sehr für deine umfangreichen und auch wirklich sehr emotional gehaltenen Auskünfte zu den verschiedenen Themen. Da hängt mein Herz dran. Ich mache seit 25 Jahren Energiewende. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass du das. Ich gebe nicht auf. aus erster Hand das zu hören und allen Zuschauern von den Energiegesprächen. Ja. Freut mich, wenn Sie so lange zugehört haben. Gerne. Geben Sie uns einen Daumen nach oben und ein Abo. Dann gibt es weitere solche Gespräche. Schaut's und rein. Die Bücher von Herrn Sterner sind sicherlich lesenswert. Wir müssen sie umsetzen. Vielen Dank nochmal. Gerne. Danke, Herr Dutsch, fürs Kommen.